Hallo und herzlich willkommen bei der Online Football Academy. Wir haben heute den Online Football Academy Talk Nummer 29. Ja, unglaublich, aber wahr. Wir haben schon 29 Talks, also inklusive heute, gemacht. Und ja, wir begrüßen heute die Torwartlegende Wolfgang Knaller bei uns im Stream und bei uns im Live-Talk. Ja, gleich von Beginn weg, wenn es Fragen gibt, dann bitte die in die Kommentare hineinschreiben. Wir werden die natürlich so schnell wie möglich weiterleiten und beantworten lassen. Ja, in Ausblick noch auf morgen, da sind wir auch wieder live ab 19 Uhr auf Facebook mit dem Dominik, sage ich, Thomas Brattl. Und ja, gebe gleich einmal an den Christian weiter. Ja, wunderschönen guten Abend aus Amstetten. Ein Ort, den unser Gast natürlich seit voriges Jahr umso besser kennt. Ich begrüße recht herzlich bei uns den Wolfgang Knaller, unseren Rekordhalter in der österreichischen Bundesliga, was Profispiele anbelangt. Herzlich willkommen, Wolfgang. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, alles sehr gerne. Viele Grüße aus meinem Homeoffice. Ja, der Wolfgang ist im Homeoffice. Ich habe schon angekündigt, er ist eine Legende. Ich will euch da jetzt nur ein paar Eckdaten zukommen lassen. Er ist ja ein gebürtiger Kärntner, der Wolfgang, ist mit Spital an der Drau von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufgestiegen, ist dort 5 Jahre insgesamt im Tor gestanden. 1987 ist es schon wieder her, ist er zur Admira gewechselt und hat sich mit der Admira in einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit 7 Mal für den Europacup qualifiziert. Ihr wart 3 Mal im ÖFB-Cup-Finale, ihr habt einmal den Supercup gewonnen. Wolfgang Knaller hat insgesamt 705 Bundesligaspiele als erste und zweite Liga als Profi bestritten. Er war 26 Mal im Nationalteam, war 1998 in der erfolgreichen Mannschaft unter Herbert Prohaska in Frankreich als Tormann mit dabei. Er ist 2008 ins Jahrhundertteam bei der Admira gewählt worden als Jahrhunderttormann. Ja, du hast 1987, sage ich 1987, du bist dann zur Austria gewechselt, das war nicht 87, das war 96. 96, genau 96. 96, 1996. Ja, und eines ist auch sehr, sehr interessante Zahl: von den 705 Bundesligaspielen hast du insgesamt 152 Mal zu Null gespielt. Ja, also ein unglaubliche Statistik. Bevor wir richtig loslegen, Wolfgang, müssen wir natürlich auf die heutige Zeit eingehen, auf die Corona-Zeit, Ausgangsbeschränkungen. Keiner kann am Platz trainieren. Die Bundesliga kann jetzt langsam starten. Ja, wie geht's dir gesundheitlich? Ist alles okay? Und wie hast du jetzt die Corona-Zeit so verbracht? Ja, ich bin am 10. März habe ich alles in der Dormannschule eingestellt, Betrieb, am Stetten das Training ist eingestellt worden. Also wie gesagt, ich habe Kooperationen auch mit anderen Vereinen, mit Dreiskirchen und mit Fortmann, sind alle Kooperationen sind eingestellt worden. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich bis auf wenige Spaziergänge bei mir im Wald immer zu Hause. Ich war jetzt einmal im Baumarkt und sonst eigentlich so, wie man es vorgegeben hat. Zu Hause, weil man halt einfach auch, Fußball ist nicht das Wichtigste, meine Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und man darf den Fußball nicht wichtiger nehmen wie die Gesundheit aller. Es geht ja nicht nur um einen selber, sondern auch um die Mitmenschen. Und nachdem ich ja auch wieder vor ein gebranntes Kind war am Ende der St. Pöltener Geschichte, wo es mir auch gesundheitlich erwischt hat, wollte ich da kein Risiko eingehen, weil das war schon ziemlich heftig. Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange in dem Geschäft, als Spieler, als Trainer. Hast du jemals so eine Krise im Fußball, nur annähernd, miterlebt? Ja, wie gesagt, man muss jetzt auch das unterscheiden. Natürlich im Fußball hat das, glaube ich, noch keiner erlebt. Also, wie gesagt, ich bin 1982 in der Bundesliga angefangen, vorher noch 4 Jahre Regionalliga. Also, ich bin seit 78 als Kampfmannschaftsspieler unterwegs gewesen, dann als Trainer lange.
Ich habe da sicher nicht alles erlebt. Also wie gesagt, meine Mama ist 94 Jahre alt, mit der habe ich viele Gespräche. Die hat natürlich den Weltkrieg miterlebt und so weiter. Die erzählt dann ganz andere Geschichten. Aber im Umgang mit diesen Dingen auch schon vorher, vor dieser gesundheitlichen Krise, auch so, wie es in der Bevölkerung zugeht, wie dann halt mit Angst und gewissen Dingen geschürt wird mit Flüchtlingen, da hat sie schon anderes erzählt. Also wie gesagt, sie hat manchmal gesagt, es ist fast so wie damals, wie sie sich vor das Haus getraut haben, wo nicht gewusst haben, wer wo was sagt. Also wie gesagt, super ist, dass sie jetzt Großteil der Bevölkerung auch zusammenhält und sie unterstützt. Aber jetzt zurückkommen am Fußball, ich glaube, das ist die einzige Art, nicht nur im österreichischen Fußball, sondern weltweit. Und wie stehst du jetzt zu diesen Geisterspielen, die da angesagt sind, beziehungsweise was dich auch persönlich betrifft, die zweite Liga? Weiß man da schon irgendwas Genaueres? Ja, es ist jetzt für mich jetzt, ich verstehe schon, die Bundesliga, die sagt jetzt und auch von der Regierung aus, dass man das trennt zurzeit. Aber wie gesagt, es sind auch viele Profis, die in der zweiten Bundesliga, also bei uns sind der Großteil Profis in den Städten und auch, ich glaube, bei den anderen Vereinen auch. Also das sollte man dann schon auch extra auf diese Situation eingehen. Bin überzeugt, dass halt diese Tests, die Zweitligamannschaften sich nicht leisten können. Das wird gar nicht der Hauptgrund sein, warum das auch nicht möglich ist. Okay, das müssen nicht die Herren entscheiden, die dafür zuständig sind, aber ich bin überzeugt, dass es besser ist, Geisterspiele zu machen, als unter Saison normal runterzuspielen, als wie jetzt irgendwelche Entscheidungen auf dem Tisch zu machen, wer aufsteigt und so weiter. Ich möchte diese Entscheidungen nicht treffen. Weil Wenn die zweite. es gibt halt immer wieder Mannschaften und Vereine wahrscheinlich, die dabei auf der Strecke bleiben. Du sagst, dass wenn die zweite Liga abgebrochen wird, ist natürlich sehr, sehr bitter für Ried und eventuell Austria Klagenfurt, Genau. beziehungsweise glücklich natürlich für den SK in St. Pölten möglicherweise, die ja, oben mitspielen. Also da wird es einige Klagen geben. Ja, es sind ja noch keine Entscheidungen getroffen worden. Wenn aber Entscheidungen getroffen werden, dann wird es natürlich auch geben, Vereine, die dann halt finanziellen Verlust erleiden und dann wird es halt dann natürlich auch die rechtlichen Folgen mit ausbleiben, bin überzeugt. Noch ist es nicht so weit. Ja, wir müssen schauen, was jetzt passiert. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt das langsam unsere Republik wieder hochfahren, ob da jetzt auch dann alles auch so bleibt, dass nicht wieder ein Rückschlag kommt, das war umso bitterer. Gut, wir schauen einmal in den Chat hinein, wer schon aller dabei ist. Wir schauen einmal, Michael, bitte, wenn du siehst. Ja, wir wollen alle ganz herzlich begrüßen bei unserem Online Football Academy Talk. Und ich sehe den Wolfgang Reisen und er schreibt: Guten Abend aus Pöchlern. Der Patrick Fitsche in Nowotny schreibt: Wolferl, wie haltest du dich derzeit fit? Beziehungsweise hast du deinen Goalies von einem Städten ein Heimdrängen mitgegeben oder lässt du ihnen da einen Spielraum? Naja, natürlich, wir wissen ja genau, in der zweiten Liga, der Cheftrainer Jochen Fallmann hat gerade wieder einen Appell an die Spieler gerichtet. Wir machen ja Heimprogramm, jede Woche ein Trainingsprogramm. Die Spieler müssen das machen, müssen das Training dem Co-Trainer schicken. Es gibt Laufeinheiten, es gibt Zirkeltraining, jeder muss es selbst absolvieren. Ich passe diesen Trainingsplan den Dormann gemäß an, wenn was zum Ändern gibt, schicke ich den Dormann extra noch. Verändere ich den Trainingsplan, dass es auch für die Tormänner ist. Die Tormänner können auch zusätzlich mit Trainern und so weiter Training machen, nur möchte ich wissen, dann was sie machen und wie sie es machen. Das heißt, man möchte ja Videos haben, um eventuelle Fehler zu vermeiden, vor allem im Krafttraining. Will ich wissen, was sie machen, damit wir das richtig machen. Und wie gesagt, da sind wir ständig und jede Woche und fast täglich in Kontakt. Okay, vielen lieben Dank. Der Gerhard Breitschopf sagt noch schönen guten Abend. Der Sandro Tabirka schreibt guten Abend und besonderen Gruß an Wolfgang Knaller. Und der Philipp Ehn schreibt Legende. Ja, dann begrüßen wir auch noch die Maria Wolf. Es freut uns natürlich sehr, dass du zusiehst. Die war am Samstag bei uns im Gespräch. Ja, und das bringt mich auch gleich dazu, noch einmal den Hinweis auszusprechen,
dass alle unsere Talks auf Facebook zur Verfügung sind zum Nachsehen, aber auch auf unserem YouTube-Kanal, wo es schon ganz viele Free-Videos zum Anschauen gibt. Also wenn du noch nicht genug Fußball heute hattest, dann anschließend den aufrufen und dann kann es schon weitergehen. Ja, das sind soweit einmal die Leute, die ich sehe. Wie schaut das bei dir aus, Christian? Siehst du noch jemanden? Ja, ich begrüße noch den Klaus Hammer, der sich zugeschaltet hat, den Maximilian Fross. Freut mich, dass du dabei bist, Maximilian. Und ja, der David Beham hat sich auch zugeschaltet. Einer der erfolgreichsten Stürmer in der zweiten Liga, der David Beham vom SK Ertelglas am Stetten. Freut uns, David, dass du zusiehst und dass du deinen Dormer-Trainer zuhörst. Ja, Wolfgang, gehen wir mal auf dich persönlich ein. Wenn du dich beschreiben müsstest, was warst du für ein Torwart früher? Ehrgeizler, Kämpfer, was warst du für ein Torwart? Zuerst möchte ich mal auch den David begrüßen und den Sandro Schafirka war Trainer bei mir in Weidhofen an der Ips. Und dann Arbeiter war für eine Zeit, haben auch einige Dinge miteinander erlebt. Hm. Als Spieler ist ja so, ich bin ja aufgewachsen in einer großen Familie mit 8 Kindern, 6 Buben, wo ich die zwei Ältesten schon Vorläufer waren, die schon im Verein gespielt haben und wir haben alle hinten nachgedrängt. Und ich war so ein, natürlich will jeder Tore schießen und ich habe eigentlich immer nur im Feld gespielt. Und ich war aber so fußballbesessen, dass ich immer schon mit meinen größeren Brüdern auch mit wollte, nur natürlich mit den größeren mitspielen. Hat es halt geheißen, du stellst ins Tor. Ja, und so mutig war ich habe vor keinem Ball und nichts Angst gehabt und habe mich dann bei den Großen ins Tor gestellt. Das war aber nicht mein Streben, ich wollte eigentlich immer Tore schießen. Diese Lust auf Stürmer hat mir in Wirklichkeit als Spieler sehr viel gebracht, nachdem sich dann aufgrund der Rückpassregel sich einiges geändert hat und so weiter, aber auch jetzt in 1-1-Situationen. Beide Sichtweisen zu kennen, die Seite des Stürmers und die Seite des Tormanns. Das heißt, was macht der Tormann, wie stört sich der Tormann, wie verteidigt der Tormann das Tor? Und das ist, hat mir als Spieler und das Tormann sehr viel erfolgreiche Feedback gebracht. Und gesagt, ehrgeizig war ich habe nur um ein Beispiel zu nennen, da hat es gegeben, bei uns in Kärnten gibt es diesen Brauch, den Maibaumsteigen. Wo da ist ein Ball umgehängt und ich habe noch keinen eigenen Ball gehabt und bin auf diesen Baum rauf, glaube ich, eine halbe Stunde und jeder hat schon Angst gehabt, dass ich runterfalle, aber ich habe durchgekämpft, bis oben diesen Ball gehabt. Blaue Arme, blaue Beine und dann habe ich diesen Ball endlich gehabt und dann haben wir im Hof gespielt mit dem Ball und weil ich verloren habe, habe ich mir selbst den Ball mit einem Nagel zerstochen. Um das zu erklären, was in mir für Kraft drinnen gewesen ist, um erfolgreich zu sein. Ja, und dieser sagt mir, hat er als Spieler immer verfolgt und bin dann, früher hat es diese Vereinskonstruktion im Nachwuchs nicht gegeben, da hat es gegeben keine U8, U9 und diese ganzen Dinge, da hat es gegeben Schüler bis 12, Junioren oder Jugend und Junioren und dann war es schon die Kampfmannschaft und ich bin bis 13 Jahre noch im Feld gewesen als Stürmer. Und bis sich der Tormann verletzt hat, und dann habe ich müssen ihnen, weil ich wusste, dass ich dann ab und zu mir eines Tor gespielt habe, ich beim Turnier ein Tor gespielt habe und bin bester Tormann des Turniers geworden. Und dann hat mich der Trainer nicht mehr ausgelassen. Und da war der Grund. Im Feld habe ich nicht mehr gespielt, weil ich auch körperliche Probleme gehabt habe, weil ich in einem Jahr 12 cm gewachsen bin und natürlich nicht so koordiniert war, wenn man sich das vorstellt. Und im Tor habe ich dann wenigstens gespielt. Und das war der Grund, warum ich eigentlich im Tor bin. Mhm. Ja, Größe im Tor ist ja durchaus vom Vorteil, aber ein großer warst du auch im österreichischen Fußball. Immerhin, wie gesagt, 705 Profispiele, 26 Mal im Nationalteam, knapp, glaube ich, 40 Europacup-Spiele. Ja, kann man schon ein bisschen stolz sein im Nachhinein auf diese Karriere, oder? Ja, wenn ich diese Zahlen her, denke ich immer wieder, wenn ich jetzt denke, wie schnell ist die Zeit vergangen, wo ist diese Zeit? Aber es gibt Gott sei Dank dann immer wieder so Erlebnisse, wo man dann, die hat im Kopf geblieben sein, aber ich möchte keine Sekunde daran missen, ich würde heute alles wieder gleich machen, nur als es damals halt für einen Spieler viel schwieriger gewesen, ins Ausland zu kommen, weil wir halt früher auch schon geredet haben,
das Bosman-Urteil ist gekommen, da war ich über 30. Und ich habe dann angeblich Anfragen gehabt, ja, das hat mir der Willi Kreizner gesagt, der damals Co-Trainer war, dass eben Feyenoord auch dann angefragt hat und Verein hat gesagt, unverkäuflich. Ja, ich kann mir das mal nicht vorstellen, das hat mir das gesagt, aber so diese Geschichte habe ich dann von Willi Kreuz gehört, der halt auch von dort gekommen ist und mir das so auch so vermittelt hat damals. Ja. Aber wie gesagt, es war dann halt dann über 30, ist dann relativ schwierig noch ins Ausland zu wechseln. Es war dann auch so, ich habe dann zu dem Zeitpunkt ja dann zu Austria gewechselt, 96, da war ich dann auch schon in einem gewissen Alter, also ist es leider das nicht möglich gewesen. Der heutigen Zeit, wenn du in der heutigen Zeit gespielt hättest, hättest du wahrscheinlich einen Top-Vertrag bei einem deutschen Bundesligisten oder in England und ja, müsstest dir um deine Zukunft wahrscheinlich keine Sorgen machen finanziell. Das ist der große Unterschied zu früher. Wir haben ja früher war es ja dann auch so teilweise, dass man über normale Lehre gemacht. Ich kann mich erinnern, ich bin bei meinem Stammverein in Kirchen in Kärnten, da bin ich halt in 16 Jahren schon im Kader gewesen und bin im Internat gewesen und bin dann, damit ich zum Trainingszeug komme, bin ich zuerst zu Fuß, weil ich zuerst hätte müssen nach Klagenfurt fahren und dann nach Kirchen im Bus. Das war es mit dem Training rausgekommen. Jetzt bin ich dann die 5 Kilometer mit der Deutschen von der ganzen Woche zu Fuß schnell gerannt, dass ich mit dir zum Bus komme und dann zum Training komme. Das war halt jeden Freitag Dings, damit ich auch zum Training komme und so sind wir drauf gewachsen. Und dann später waren wir auch berufstätig. Bin um 16 Uhr vorher in die Arbeit gefahren und von der Arbeit bin ich dann weiter noch 35 Kilometer nach Spital zum Training gefahren und dann wieder heim 60 Kilometer. So ist Profi dumm gewesen. Damals, als man ist, ich bin in der ganzen Spitalzeit, auch in der ersten Bundesliga, normal 40 Stunden Job gehabt. Habe von der Firma, von der Strabag, jetzt in Strabag, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, zum Training zu gehen. Habe dann schauen müssen, was mir auch gemacht ist. Aber die Möglichkeit habe ich gehabt, dass ich Vormittag und Nachmittag zum Training gehen können. Nur wenn meine Arbeit natürlich erledigt war. Ja. Ich sage, also da habe ich dann Unterstützung gehabt, aber so war das halt dann. Da hört man richtig raus, mit welchem Herzblut du den Fußball betrieben hast. In diese Richtung gehen jetzt auch schon die ersten Kommentare im Chat. Michi? Okay. Er hört nichts. Der Er hört Michael nichts. ist kurz eingefroren, aber ich sehe die Oder Kommentare ist her. eingeschlafen? Bitte? Oder ist eingeschlafen? Oder er ist eingeschlafen? Das glaube ich nicht. Also, das sind ja für mich sehr, sehr spannende Geschichten. Ja, der Jochen Wörer schreibt, leider Gottes wird deine Arbeit in Österreich zu wenig wertgeschätzt. Das ist Weltklasse, was du gemacht hast und was du machst als Typ und als Mensch, schreibt der Jochen Wörer. Und der Oliver Scheucher schreibt, der Stellenwert des Torwarttrainers ist leider noch nicht da, wo er sein sollte. Aber sehr gute Aussage. Es hat sich natürlich einiges in diesem Bereich verbessert. Ich weiß noch, früher hat man im Nachwuchs kaum einen Torwarttrainer gehabt in einem Verein. Und wenn, dann hat der einer ein bisschen eingeschossen und das war es. Es war lange, sogar also in den Kampfmannschaftsdienst, die Torwarttrainer hat nicht die Qualität, die man braucht. Ja. Es ist halt so, dass Gott sei Dank es viele Tormannschulen gibt und es gibt Möglichkeiten, sich für die Tormänner, dass man die Tormänner beschäftigt und dass man sich in den Tormännern annimmt. Ja, weil viele Vereine haben nicht das Geld, jetzt an Tormann anzustellen. Aber jetzt die breite Masse ist natürlich wichtig, auch um jetzt wirklich Talente herauszukristallisieren. Aber da ist das große Problem. Da machen wir noch zu viele Fehler, ist meine Meinung. Weil es gibt oft zum Beispiel jetzt talentierte Spieler in einem kleinen Verein und dann sagt man, okay, ein Trainer, der sagt sich vielleicht, okay, mit dem kann ich Master werden. Aber es geht nicht darum, ob der Master wird, einen Pokal in der Hand hat, es geht darum, wie viel Talent der weiterbringt. Das heißt, diesen Spieler müsste man an die nächste Station bringen. Ja? Der hört dann heraus, sagen, okay, fahrt ein bisschen weiter. Gibt es dem schon um die Möglichkeit? Ja, es ist halt heute, leider ist es dann immer so, dass ein Talent zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen Manager, die richtige Entscheidung haben muss, um weiterzukommen. Und dann spielen auch manchmal Medien eine Rolle. Aus eigener Erfahrung kann ich das sagen.
dass die auch eine Rolle mitspielen, wenn es so Entscheidungen gibt. Es sollen halt in gewissen Bereichen, wo es dann schon ÖFB oder was gehen, sollten schon die besten Leute am Arbeiten sein, mit den besten Ausbildungen, die es gibt und mit der bestmöglichen Erfahrung auch als Spieler. Ja. Mhm. Weil ich war nicht der Trainer, wenn ich nicht das erlebt und gelebt hätte. Ja. Ich bin überzeugt, dass jeder, auch wenn er was erlebt, ich kann nicht der Trainer sein. Wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte, könnte ich auch nicht dieser Trainer sein. Aber wenn ich das nicht erlebt hätte und erleben hätte dürfen, gerade im Tormannspiel, das ist für mich ist jetzt die Position des Tormanns wahrscheinlich der Sportler, der die meisten Fähigkeiten haben muss. Mhm. Ja, das ist so komplex und vielseitig geworden und es wird so wenig Wertschätzung, ja, wenn ich jetzt schon einmal her, alle zu sagen, wenn mir einer sagt, erst Handschuh, stell dich ins Tor ein, so wie es früher geheißen hat. Mhm. Das ist da auf den Reiter herum, ja, also sage ich ja jedem Trainer, erst Handschuh, du kannst niemanden mit einem Ding anreden, dass er das seine Arbeit braucht. Du sagst der Mauer auch nicht, sehr, was du Hammer. Das tut man einfach nicht, das ist eine Wertschätzung. Ja. Ja. Wenn du sagst, Goalie, stell dich ein, ja, ist okay. Aber Handschuh ist, mit dem kann ich nicht leben. Das tut man einfach nicht. Ja. Okay. Das ist ja sehr weit verbreitet, dieser Ausdruck, gerade auch im Amateurfußball. Ja, Gott, was sagt man, was dieser Trainer für einen Respekt hat vor dem Tormann, vor der Position des Tormanns. Ja? In Wirklichkeit ist oft der Tormann, der das Spiel gewinnt oder verliert. Ja? Mhm, mh. Und das Problem ist auch in dem Bereich, nicht nur jetzt das im Nachwuchsbereich, es kennen immer weniger, meiner Meinung nach, das habe ich auch miterlebt, Trainer, die Spieler waren, sich in der eigentlichen Aufgabe des Tormanns, das Tor zu verteidigen, kennen sich die wenigsten Trainer aus. Dass die Tormänner werden oft ausgesucht aufgrund seiner Spielfähigkeit. Ja, natürlich gibt es Studien, Hofmann zum Beispiel sagt, 70% vom Spiel hat der Tormann mit den Beinen zu erledigen. Ja, aber in die 30% gewinnt er oder verliert er das Spiel. Und jetzt ist die Frage schon, muss ich nicht auch. Das andere ist, müssten normalerweise, wenn die Tormänner in den Nachwuchs gut ausgebildet sein, das müssten normalerweise Basics sein. Und jetzt mit der neuen Regel bin ich der Meinung, dass das Rausspülen für einen Tormann leichter ist, als wie früher, wo es die Spieler nicht im 16er rein dürfen. Weil jetzt kann man ja viel mehr Räume freimachen, wenn man sich da richtig bewegt, wenn man das Spiel richtig eröffnet, wenn der Tormann an einen gehobenen Ball in die richtige Position kommt, zwischen den Linien durchspülen kann oder vielleicht auch eine letzte Linie, nicht einmal einen gehobenen Ball, sondern einen Schoßhahn durchkommen. Ja, das sind Dinge, die man halt einfach braucht. Der Tormann sich so positioniert, dass er immer anspielbar ist, ja, und immer sich so positioniert, dass er immer das ganze Spiel versieht. Oft rennt der Tormann seitlich raus und ist mit dem Gesicht nur Richtung Ball orientiert und hat eine Position, dass er nicht mehr auf die andere Seite sieht. Was bleibt ihm? Den Ball direkt wegzuschießen. Ja, das heißt, so viele Dinge, die man halt natürlich, das ist jetzt nur eine kleine Dings, was das Ballbesitzspiel anbelangt, den Tormann. Ja, es gibt ja viele andere Dinge auch noch. Ja. Aber dieses Tormannspiel ist so komplex geworden und da sollte man diesem Tormann schon mehr Wertigkeit geben, als wie oft passiert. Mhm. Gut, Wolfgang, es sind schon wieder einige Fragen aufgetaucht. Ganz kurz möchte ich aber noch eine Frage in den Chat stellen, weil sich unser Kollege, der Michael, irgendwie bei unserem Chat da verabschiedet hat. Ob man uns eh alle noch gut hört. Es kommen immer wieder Fragen und Kommentare, also nehme ich an, dass das noch passen wird. Vielleicht könnt ihr uns da eine kurze Rückmeldung geben. Der Oliver Scheucher schreibt nur, nicht nur in der Breite, sondern im Nachwuchs wäre es wichtig, einen ausgebildeten Trainer an der Seite zu haben, der sich darum bemüht, den Jungs was beizubringen. Natürlich ist, ich bin ja, gebe ihm voll recht, das ist ja natürlich auch eine Kostenfrage, was ich der Verein leisten kann. Ich bin der Meinung, dass man da auch von oben weiter ja viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen sollte, dass in der Breite noch besser ausgebildet wird. Und das geht auch jetzt in Richtung Ausbildung vom ÖFB und so weiter, damit man dort auch, wenn ich mir jetzt allein jetzt, ich sage jetzt einmal, die Auswahl der Tormann-Trainer zum Beispiel jetzt für die Nachwuchsteams. Ja? Ich würde jetzt so keine Nummer sagen, weil es einfach für mich ist das unsinnig. Ja? Da wird ein Tormann-Trainer
ich weiß, wie es geregelt wird, der Cheftrainer wird bestimmt, wer es auch immer ist, und der kann sich seinen Trainer selber aussuchen. Das ist dann meistens ein Freund des Trainers, der mehr oder weniger Erfahrung hat. Ja. Meiner Meinung nach gehören dort die besten Trainer mit den meisten Spielerfahrungen hin, die halt auch national und internationales Wissen als Spieler vorweisen können und die nötigen Ausbildungen haben, zumindest als UEFA-Dorman-Trainer haben müssen, damit sie überhaupt in dem Bereich tätig sind. Weil die suchen die für diesen Jahrgang die besten Dormen aus, die für Österreich spielen. Mhm. Und das läuft meiner Meinung nach nicht immer fachlich gerecht ab. Ja, also das ist ja klar, man, die besten Trainer gehören in den Nachwuchs. Das wird überall gesprochen, ist meistens aber nur eine Worthülse. Ja, nicht nur immer, es ist auch eine finanzielle Geschichte, das kann sich halt keiner leisten. Ja. Und dann wird halt dann oft bei kleinen Vereinen wird halt geschaut, dass einer, der will halt mit der Mannschaft Meister werden und das. Aber es wäre gescheiter, so wirklich die Spieler besser auszubilden, dann wird man vielleicht einmal Meister. Mhm. Und man sagt, okay, ich habe jetzt den und den Spieler und der hat gespielt, ja, bei diesem Verein, und der Verein bringt ein paar Spieler für die Bundesliga und einen Nationalspieler raus, da kann der Verein ja stolz sein auf diese Spieler, mehr als wir auf einen Meistertitel, glaube ich. Ja, ja. Und das Finanzielle ist ja so eine Sache, wenn sich jeder Verein einmal anschaut, welche Fehleinkäufe er in den letzten 10 Jahren gemacht hat, dann könnte man sich für jedes Nachwuchsteam einen Dormann-Trainer locken. Das ist eine eigene Geschichte, ja, die fachliche Kompetenz der Funktionäre. Ja, und auch, ich habe mal einen Trainer gehabt, Ziege hält und habe ein sensationelles Jahr gehabt bei der Admira, und er kommt zu mir nach dem Jahr und sagt, Wolfgang, warum spielen Sie eigentlich nicht im Nationalteam? Sage ich, Trainer, ich habe Respekt vor den Leistungen meiner Kollegen, weil ich habe jetzt in einem kleinen Land Österreich eine Konkurrenz von 4, 5 Dormen, die internationales Format haben, und ich respektiere die Leistungen, und es ist halt so, von Admira habe ich halt den Weg ins Nationalteam, den Druck halt nicht so groß als wie andere. Das wird der Grund sein. Sag er, nein, Wolfgang, es ist nicht das alleine. Verfolgen Sie immer den Weg einer sportlichen Entscheidung, der nicht unbedingt nachvollziehbar ist, den Weg des Managers zu den Trainern. Und das habe ich dann getan und das habe ich mir gemerkt und bin sehr oft bestätigt worden, was das anbelangt. In vielen Bereichen bestätigt worden, es ist leider so, dass er doch der Trainer, der Manager, und da möchte ich nicht wissen, er möchte auch niemand verurteilen, die was wissen, die wissen es eh. Ich kann das leider selber so nicht ändern. Mhm. Aber ich weiß es jetzt. Ja, es war ja, ich glaube, du hast es vorher auch angesprochen, so eine Geschichte mit deinem Sohn, mit Marco. Da werden wir aber drauf nochmal zurückkommen dann. Mit dem möchte ich dann sowieso sprechen. Der Markus Kastenberger schreibt, Problem im Amateurfußball im Unterhaus ist es, dass gewisse Torleute es nicht ernst genug nehmen, das Training und so weiter, und dass sie nicht aus sich herausgehen oder nicht alles geben am Training. Der Klaus Hammer fragt, ab welchem Alter sollte ein Torhüter im Nachwuchs aus deiner Sicht von einem Torhütertrainer ausgebildet werden? Ja, das ist jetzt eine Geschichte. Zu meiner Zeit hat es geheißen, also ich bin auch Dormann geworden, aber bei uns hat es geheißen, Studien ins Tor, es wird eingeschossen, Schusstraining oder Spiel. Das heißt, alles, was ich mir da selbst angeeignet habe, und später mit 16 Jahren habe ich das erste richtige Dormann-Training gehabt. Es ist trotzdem auch noch genug, also wir waren nur gewisse Dinge, so der Dormann schon kriegen, du kannst nicht erst später anfangen, gewisse Beweglichkeit, Grundgeschicklichkeit, mit Armen und mit Beinen und so weiter. Er muss auf alle Fälle mutig sein, weil es gibt nichts Schlimmeres. Wir haben, ja, ich will jetzt keinen Namen sagen, wir haben lange einen Team-Dormann gehabt, und ich sage jetzt nur eins, ja, ein Dormann, der mit nach hinten geht, wenn er beikommt, verteidigt damit nicht mit seinem Körper das Tor. Ja, und der ist nicht mutig genug für mich, für einen Dormann. Das heißt, er muss, wenn ein Dormann immer ausweicht und die Hände vor einem Körper tut, hat er ein Problem, Dormann zu werden. Ja. Das heißt,
er muss einmal diesen Schweinehund überwinden können, damit er überhaupt einmal in eine richtige Position kommt, das Tor zu verteidigen mit seinem Körper. Und wenn er die Hände verwendet, seinen Körper zu schützen, dann ist das nicht der richtige Weg für einen Tormann. Er muss die Hände benutzen, um den Ball abzuwehren und mit seinem Körper das Tor so klein als möglich zu machen, wo der Stürmer reinschießen kann. Okay, der Michi ist auch wieder dabei, freut mich. Kurz, ja. War es kurz Abendessen? Schön. Nein, mein Internet hat sich kurz verabschiedet. Das ist auch alles klar. Zeit, oder? Ja, wir haben sie wieder dazu geschaltet. Der also Philipp Jochen Wörer möchte noch schön grüßen, gell? Jochen Wörer möchte. Ja, Jochen Wörer, schöne Grüße. Philipp Laschober, glaube ich, Schiedsrichter, wenn man nicht alles täuscht, schreibt hinein. Lieber Wolfgang, ich hoffe, du denkst kurz an unsere glorreiche gemeinsame Angriffszeit beim SKB. Also Grüße aus Breitenfurt. Ja, ja. Das war der Grund in Breitenfurt, war ja einfach so, dass ich immer Stürme angefangen habe und ihr gesagt habe, weil ich die Burschen dort kennengelernt habe und gut befreundet bin und gesagt, ich möchte noch ein Jahr, ich möchte noch einmal jetzt, ich möchte als Stürmer aufhören. Das war der Grund, dass ich mit 48 Jahren dort noch als Stürmer gespielt habe und das war genau das, was ich wollte und es war lustig. Und der Philipp fragt noch, ob es recht schwer war für dich, die Umstellung in die zweite Klasse, vor allem mit ihm zu spielen, ob das recht eine große Umstellung war für dich. Naja, die Umstellung war nicht das Problem. Ich bin ja nicht der läuferische Spieler gewesen. Meine Qualitäten sind gewesen im Kopfballspiel, ja, also sprungkraftmäßig und so weiter. Und Timing ist da keiner mitgekommen. Nur das Problem war, die Flanke ist nicht gekommen. Das war das Hauptproblem. Ja, okay. Da vorne ja, habe ich keinen kennen, aber die Flanke ist nicht gekommen. Okay, alles klar. Der Michi Zibritsch sieht uns zu. Der grüßt dich auch schön, Wolfgang. Markus Kastenberger schreibt, er hat mit Torleuten öfters auf Sand trainiert wegen der Sprungkraft. Was haltest du davon? Ich habe früher angesprochen, den Walter Rath, den ich als Trainer im Spital gehabt habe. Der hat mit mir, der hat gegeben hinter dem Tor die Weitsprunganlage und der ist immer am Rasen draußen gestanden und ich bin drinnen gestanden und der hat mich so eine Dreiviertelstunde rauslassen, bis ich fast nicht mehr rausgekommen bin aus dieser Kurve. Jede Übung war 20 Mal. Es war gut. Aber es war zu lang, zu intensiv. Ja. Das heißt, für Sprunggelenke und so weiter, alles Beweglichkeit, wo man dann auch ab und zu einmal ausrutscht und dann wieder weggeht und so weiter. Für diese Dinge ist das für mich kein gutes Training gewesen. Ja. Es hat den Effekt erfüllt, den, glaube ich, den ich gebraucht habe. Wir haben extrem Sachen gemacht, die man heutzutage mit keinem mehr machen kann. Also wie gesagt, ich bin auf einer Bank oben gestanden. Mit den Noppenschuhen, ja, also mit Betonfüßen drinnen und so wie die Sitzbänke auf daneben und habe ihn umgestanden und der hat den Ball flach runtergeschossen neben der Bank und die müssen auf diesen Ball flach runtertauchen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie meine Eltern ausgeschaut haben, aber ich habe nicht einmal gesagt, nein, ich habe es gemacht. Ja, also mit mir hat er alles gemacht. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, da sieht man deine Einstellung zu dem Sport. Ja, es sind noch einige Kommentare drinnen. Jetzt holen wir Michel wieder mal dazu, dass der einmal was hackelt und nicht nur da und ich. Ja, ich sehe noch vom Oliver Scheucher das Kommentar, zu jedem Trainer gehört auch ein guter Tormann-Trainer, fast noch wichtiger als ein Co-Trainer. Dann der Horst Tauchner schreibt auch noch Hallo. Und der Oliver Scheucher hat noch einen Kommentar geschrieben, mit Basic erlangst du nur im Jugendalter. Und der Reinhard Kingböck ist auch dabei, der sieht uns auch zu, der schreibt, Hallo Wolfgang, liebe Grüße aus Mollen, tolles Spiel im Vorjahr, liebe Grüße. Ja, hallo an Oliver. Was war das für ein Spiel? Wir haben mit der Copa Belé dort gespielt. Ah. Ja, wir spielen immer mehr, ich glaube bis zu 10 Mal im Jahr für einen guten Zweck und es war eine lustige Partie, aber wie gesagt, wir haben dann leider müssen wir früher abreisen, weil das fast hier länger war. Ah, okay. Aber um jetzt zurückzukommen auf die Sache mit jeder Trainer braucht einen guten Tormann-Trainer und fast wichtiger ein Co-Trainer. Er braucht natürlich einen Co-Trainer für diese Dinge und so weiter. Es ist aber auch wichtig, dass ein Tormann-Trainer, und deswegen habe ich ja die Trainerausbildung für das UEFA-Tormann-Diplom gemacht. Ich habe schon 96, war ich schon fertig mit der A-Lizenz. Das heißt, ich kann ja jetzt, könnte ich die zweite Bundesliga trainieren. Ich habe in Simmering mit dem Cheftrainer mitgearbeitet und in Nördorf war ich Cheftrainer. Also wie gesagt, ein Tormann, der muss sich taktisch so gut aufstellen,
damit so gutes Wissen haben, damit er sich auch im Spiel positionieren kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn ich als Trainer nicht weiß, wo der Spieler, der Tormann stehen muss in der Situation und der Tormann nicht weiß, muss ich ihm vermitteln. Ja, das heißt, ich muss aber auch dem Trainer zum Beispiel sagen, hey, ich habe drei Tormänner und er lässt einen Spieler spielen, der hat diese Fähigkeiten hat und du als Tormann-Trainer bist überzeugt, dass der andere Tormann der Mannschaft mehr helfen könnte aufgrund seiner Fähigkeiten. Natürlich ist der Cheftrainer, der entscheidet, aber der Zugang muss einer sein, dass ich als Cheftrainer immer, also als Tormann-Trainer immer die Möglichkeit habe, mit dem Cheftrainer offen zu kommunizieren. Ein Beispiel, ich bin gekommen zu St. Pölten und habe die Tormänner, ein Tormann war mir verletzt, der war noch nicht ganz fit von der Vorsaison, er hat einen Kreuzbandriss gehabt, war aber schon am fit werden, hat schon voll mit trainiert und alles. Dadurch ist der andere Spieler in die Saison gegangen. Wir haben dann auch in der Euroleague gespielt und so weiter und der Tormann hat eigentlich sich nichts vorwerfen können an seinen Links. Ich war sehr wohl gesehen an diesen Spielsituationen, an den Trainings und so weiter, dass die andere Variante wahrscheinlich der Mannschaft mehr hilft. Ja? Ich habe mir das auch einige Wochen Zeit lassen und habe angefangen, Videos zu machen, Spielsituationen zusammenzuschneiden. Ich musste auch den Cheftrainer meine Sichtweise klar machen können, warum ich so denke und warum ich so. Das heißt, einer, der nie im Tor gespielt hat, mir fällt immer das von Herbert Brask ein, ich habe nie im Tor gespielt und ich schätze das auch, ich habe nie im Tor gespielt, das kann ich nicht so genau sagen. Ja? Und deswegen bin ich dafür verantwortlich gewesen und bin gegangen zum Tormann und gesagt, pass auf, und das ist auch wichtig, ich muss den Tormann ehrlich kommunizieren, pass auf, ich sehe an dir das und das, ich bin der Meinung, du spürst zwar jetzt gerade aktuell, aber wir müssen da trotzdem ein bisschen Veränderung machen, weil das und das, da müssen wir besser werden. Ja? Und habe ich mal nicht direkt, aber ich habe gesagt, pass auf, ich will das Selbstvertrauen nicht ruinieren, aber ich will einfach, dass du einfach diese Dinge annimmst und versuchst, besser zu werden, weil früher oder später wird dir der andere überholen und dann wird der Trainer entscheiden, ob du weiter spielst oder nicht. Wenn du eine Phase hast, wo du nicht gut spielst und wenn wir nicht erfolgreich sein, wird der Trainer das noch leichter machen können, weil ich entscheide nicht. Ich gebe dem Trainer aber sehr wohl, das, was ich dir jetzt sage, dieses Feedback, gebe ich auch dem Trainer, nur damit du Bescheid weißt. Und das habe ich auch gemacht. Der Trainer hat das gekriegt und nach einem Monat ist er gekommen, hat gesagt, ja, jetzt habe ich auf das extra aufgepasst und habe gemerkt, ich bin jetzt auch 100% in den Trainingsspiele, ich weiß jetzt, was meinst, ich bin jetzt 100% bei dir, wir werden den Wechsel machen. Ja. Nicht dir den Wechsel gemacht, sondern der Trainer hat den Wechsel gemacht und das war der Grund, warum dann auf einmal der 100 war. Das ist die Situation, was in St. Pölten war, oder? Was war das erste Situation, wo der Kostner der eigentlich Wirklichkeit, ja, und der wurde dann vor den Kopf gestoßen, ist ja verständlich, weil in Wirklichkeit hat er keine gravierenden Fehler gemacht. Mhm. Aber ich habe gesagt, pass auf, meiner Meinung nach wird er uns auf Lang mehr Punkte bringen als andere. Weil er ist bereit, in dem und dem Bereich eine Veränderung zu nehmen. Er hat immer gesagt, das ist keine Technik, der wurde es in einer. Er war auf alle Fälle ein besserer Feldspieler, aber das war halt der Grund, warum wir dann wechseln haben. Okay. Wieder mit jedem Trainer wechseln, ist diese Diskussion vom Neuen gekommen und ich habe immer wieder seine Expertise es geschafft, dass der Trainer den anderen weiterspielen lässt. Bei MSKN waren ja zu dem Zeitpunkt ziemlich viele Trainer wechselt. Du glaube, er warst der Tormann-Trainer in den 4 Jahren von 5 ja, es war dann Cheftrainer. Dann, also. Genau, es war am Anfang gekommen mit Gaga und dann ist gekommen der Steiner, der Co-Trainer, der Trainer war es. Da war ich, durch das, dass ich die Trainerlizenz habe, war ich Co-Trainer und Tormann-Trainer. Dann hat der Fallmann nicht wirklich fertig gemacht. Dann ist Dachsbacher gekommen. Dann haben wir dieses Aufstiegskampf und ich bin überzeugt, dass das in diesen Aufstiegsjahr der Regler eine sehr große Rolle gespielt hat durch seine Leistungen, ja, und dass wir da auch diesen Weg beibehalten haben. Ja. Also, es war ja dann auch am Anfang der Saison die Rede Regler oder Vollhofer, weil es der Wechsel kommen, Vollhofer, Kostner und so weiter, und weil halt natürlich auch
in dem taktischen Verständnis und so weiter und der Spielfähigkeit. Die Trainer natürlich halt mehr sehen, als wie der Tormann-Trainer, der die Techniken und die Fähigkeiten in der Torverteidigung sehen. Ja. Das heißt, es hat da natürlich Diskussionen gegeben, aber es ist dann eigentlich so geblieben und dann haben wir den Aufstieg geschafft. Der Christoph Riegler, ich möchte es ansprechen, weil das natürlich, das ist ein Ipser und ich bin ja auch aus Ips und so weiter und ich habe ja dann seinen Weg vom Kind auf verfolgt bis jetzt zum Bundesliga-Tormann. Der ist ja in den letzten Jahren immer stärker und immer besser geworden. Der Kübauer hat ihn sogar als einen der besten Torleute Österreichs genannt in den Medien. Jetzt ist nach deiner Ablöse in St. Pölten der Jürgen Macho nach St. Pölten gekommen. Und ja, ich glaube, da warst du mit einer Aussage von Jürgen Macho nicht ganz einverstanden, wo er gemeint hat, er hat in kürzester Zeit den Riegler dort auf dieses Niveau gebracht, was du in den Jahren vorher nicht geschafft hast. Ja, diese Aussage wolltest du mal gerade stellen auf Laola, denke ich mir, das ist dann auch nicht so rübergekommen. Ja, ich bin ganz gut, dass du das ansprichst. Ich habe aufgrund einer Erfahrung im Jahr 2001 habe ich angefangen oder hab für mich das Ding gesetzt, ich lese diese Medien nicht mehr, weil jeder, der was schreibt, ich habe ja auch miterlebt, wie diese Journalisten teilweise auch, es gibt ja andere auch, ja, aber teilweise kommunizieren, ich kann jedem ins Team schreiben und so weiter, was sie dann haben, miterlebt haben, wie das eigentlich wirklich abbrennt und so weiter. Und da habe ich auch gesagt, okay, ist jetzt keine Zeit, ich kann es nicht verhindern, dass die Leute das schreiben. Ich kann es auch nicht verhindern, dass die Leute das lesen. Aber ich muss mir diesen Schwachsinn nicht reinziehen, weil dieser Mensch oder dieser Mensch, der das schreibt, der war nie, nicht einmal annähernd in dem Bereich und auf dem Niveau tätig, wo ich tätig war. Also muss ich das nicht ernst nehmen. Ich kann es aber das auch nicht verhindern, deswegen habe ich auch keine Zeitung gelesen. Der zweite Grund, warum ich diese Nachrichten auch nicht gelesen habe und da gar nicht so richtig mitgekriegt habe, war, dass ich, weil wir gerade früher in der Gesundheit geredet haben, ich habe mal in der Endphase, wie der Kübauer Trainer geworden ist, habe ich mal in einem Training beide Schneidezähne ausgeschlagen mit dem Tormann-Training, wo ich mir den Zinnball gekriegt habe. Und bin aber, weil wir ja in den Abstiegskampf waren, am Platz geblieben. Vormittag- und Nachmittagstraining war lustig für die Spieler, weil sie mich vor allem auch nicht sehen gesehen haben. Aber ich bin halt dann am Abend erst zum Zahnarzt, habe ein Professorium reingemacht, habe dann erst eine Woche lang mit diesem Professorium trainiert, weil wieder ein schweres Spiel war und wir natürlich noch keine Spiele gewonnen haben, eine Phase gehabt haben, was ganz schwierig war. Und habe halt mich für den Verein aufgeopfert und habe dann halt das bis zum Saisonende durchgezogen und die letzten Wochen, also die letzten drei Spiele mit Meisterschaft und Relegation, habe ich schon. Erstens nicht gewusst, was ich habe. Die Ärzte haben mir nicht helfen können. Ich habe nur Schmerzmittel gekriegt, Spritzen gekriegt und habe in Wirklichkeit aufgrund der Schmerzen nicht einmal mehr geschlafen. Das heißt, ich habe jetzt die letzten Wochen, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie erlebt, habe nicht einmal das Auge dazu, dann gehen Schmerzen in jedem Gelenk, als ob da einer mit Messer einsticht und habe mich immer wieder, ohne dass ich im Verein war, irgendwas gesagt habe, habe das durchgezogen bis zum Schluss. Das heißt, bis zum letzten Spiel, bis wir die Relegation geschafft haben. Und ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann haben die mich hin und her geschickt. Also ich habe alle schulmedizinischen Untersuchungen gemacht, bis wir dann raufkommen, so eine Art Muskel- und Längsräume gekriegt haben über die Entzündung mit den Zähnen, dass ich wieder aufstehen können. Das heißt, ich habe nicht einmal aufs Klo gehen können, weil ich nichts machen kann. Das heißt, ich bin daheim gelegen, im Urlaub und so weiter. Und in dieser Zeit bin ich dann auch gekündigt worden vom SKN. Das heißt, habe dann noch mitgekriegt, diese Aussage, was du gesagt hast, vom Kübauer. Der Christoph Riegler ist für mich der beste Tormann. Das heißt, wir haben die Relegation geschafft. Aufgrund des Christoph Riegler und der Kübauer ist deswegen Vertrag verlängert worden, weil er die Relegation geschafft hat. Sonst hätte er keine Vertragsverlängerung gekriegt. Das heißt, ich war involviert, indem der Christoph Riegler zu Leistung gebracht hat. Nicht nur deswegen, sondern ich habe wie schon vorher angekündigt, er ist im Herbst auf der Tribüne gekommen. Das war der beste Moment für mich, mit Christoph Riegler zu arbeiten,
weil er war komplett am Boden und er hat viele Dinge angenommen, die ich vorher nicht aufarbeiten kann mit ihm. Und ich habe ihn viel, viel besser zugebracht, weil er Dinge, die er nicht so gern gemacht hat, sich angenommen hat und die er auf einmal gern gemacht hat und auch vieles, vieles aufgearbeitet hat, die ich schon immer aufarbeiten wollte. Und er hat dann wirklich auch, wie gesagt, sensationelles Frühjahr gespielt und hat auch in der Relegation, war hauptverantwortlich, ja, dass wir die Relegation geschafft haben. Und hat diesen Lauf und dieses Ding den ganzen Herbst durchgezogen. Ja. Und gratulieren dazu zu diesen Leistungen. Ich habe aber dann diese ganzen Dings von Freunden und so weiter, die haben eine gewisse Saison gekriegt und aber aufgrund meiner Gesundheitssituation überhaupt nicht reagieren wollen drauf, weil einfach wir den Menschen keine Wertigkeit geben wollten, weil es ist ja unter Kollegen schon, weil von mir hat auch ein Trainer gearbeitet und früher hat nur ein Trainer gearbeitet, jeder hat seinen Teil dazu beitragen und ich kann nicht sagen, nach 2 Wochen Vorbereitung und 3 Monate Meisterschaft, wo war der Riegler vor einem Jahr? Da habe ich noch gar nichts gesagt. Ja, wie das dann weitergegangen ist im Frühjahr, und ich angefangen, meine Tormannschule zu öffnen und es sind viele Leute zu mir gekommen und gesagt, aber er schadet eigentlich schon meinen Ruf der Tormannschule. Und das war der Grund. Also ich wollte ihm eigentlich gar nicht zu Wort nehmen, weil er das mit den Medien eh weiß und gesagt, war der Grund, dass ich mit Laola einen Deal vereinbart habe, pass auf, ich möchte da eine Richtigstellung machen, aber so wie es ich schreibe, Wort für Wort und nicht anders. Und das habe ich gemacht. Nur leider ist er dann von Laola dieser Bericht nicht so vermittelt worden. Das heißt, Macher und Riegler haben eine Wertigkeit gekriegt, die sie bei mir nicht haben. Ja, das heißt, ich wollte nicht, dass diese Menschen so viel Wertigkeit haben und eine Öffentlichkeit ist erst recht, wenn es Umgekehrte gedraht worden, weil einfach ich überhaupt nicht wollte, dass da irgendjemand angeprangert wird oder irgendwas. Es geht einfach darum, dass meine Arbeit, die ich gut gemacht habe und die weiß, dass ich der Hauptgrund war, dass der Küper gesagt hat, dass er natürlich nicht, wie die Küper nicht den Charakter hat, mir zu sagen, pass auf, Ende der Saison, pass auf, ich kann die Visage nicht mehr sehen oder ich möchte einen Freund als Dormer drin haben und das nicht hat, weil ich habe im Sommer ein Angebot gehabt als Dormer-Trainer in der Bundesliga, habe müssen absagen und dann wäre ich mitten kranker, mitten in der Vorbereitung vom Verein gekündigt und mit einem Wort und Begründung, Keteler, brauchen wir keine. Das war's. Ja, mit das, der einzige vom Verein, der das eingesehen hat, war dann Nettwig, der sich dann auch bei mir entschuldigt hat und sagt, okay, das hätte man ein bisschen anders regeln. Aber wie gesagt, das ist vorbei. Also wie gesagt, man braucht da nicht drüber reden. Aber es ist da schon eine Sache, die ich einfach richtig stellen will. Ich habe in keinster Weise wohl mit diesem Artikel irgendjemand angreifen. Dadurch hat Amafo zum Beispiel eine Wertigkeit gehabt, der hat auch ein Regionalliga-Trainer. Und macht auf einmal, sagt auf einmal, meine Arbeit ist nicht gut genug gewesen. Er hat das in 3 Wochen geschafft, 3 Monate geschafft und die in 4 Jahren nicht geschafft haben. Das heißt, er hat sich mit fremden Federn geschmückt und das, okay, das ist seine Art. Ich finde es halt nicht okay von einem Kollegen, weil ich jetzt jeden Kollegen, egal welche Arbeit er macht, ich sehe zwar viele Leute, die sich viel bemühen, Training, aber ist ja dann nicht immer das Bemühen so richtig, weil es die Leute vergessen immer und ich kann aber nicht, ich möchte jetzt nur allen einmal draußen sagen, bitte, wenn ihr euch Übungen ausdenkt, denkt ihr, was braucht dieser Spieler, was braucht ein Tormann, welche Fähigkeiten muss der Tormann in einem Spiel, was braucht er in einem Spiel und in welchem Moment, welche Fähigkeiten muss er umsetzen. Und wenn ihr Übung macht, was möchte ich mit der Übung bezwecken, ja, und was will ich damit erreichen, damit der Spieler das im Spiel macht. Ja, da gibt es dann diese ganzen kognitive Fähigkeiten, ich finde es gut, ja. Mehr Wirkung bringt es bei einem Jugendlichen als bei einem Erwachsenen, weil in Wirklichkeit ist die Entscheidung beim Tormann bis zur Wahrnehmung einer Spielsituation, ja, bis zur Handlung, ja, auf eine Spielsituation und der Bewegung des Balles bis zu einer tatsächlichen Handlung, da ist so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, komplexe Sachen drinnen. Ja, von Muster, Bewegungsmuster, von den Schrittfolgen, von Armbewegungen, wie nimmt das Auge, Gehirn und wie wir es übertragen und so weiter. Das ist nur ein kleiner Bruchteil. Das heißt, in diesen kognitiven Fähigkeiten ist ein Bruchteil von der Zeit enthalten, wie von den Bewegungsmustern, den Schrittmuster, von der Stellung des Spielers in einer Situation. Und das kann man nicht lernen, wenn man es nicht erlebt hat. Ja? Das heißt,
Das ist eine schwierige Geschichte, das ist das, was ich meine. Ja. Ich bin nicht deswegen ein besserer Trainer, aber ich tue mir viel leichter damit, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich so eine Bewegung mache. Und wenn ich dann immer wieder sehe, Dormann-Training, ja, da wenn ich Übungen macht und Fangtechniken gibt, damit der Dormann schnell aufstehen kann, warum lerne ich nicht den Dormann so zu fangen, damit er nicht schnell aufstehen muss? Ja, das heißt, es wird der Ball mit einer Hand gefangen, damit er schnell wieder aufstehen kann, sich abdrücken kann. Warum gehen denn beide Hände zum Ball? Weil wenn wir beide Hände zum Ball gehen, kann ich immer noch eine Hand länger werden, eine aufgreifen und das Aufstehen muss dann eh automatisch kommen. Das ist ja eine Geschichte, die ich absolut nachvollziehen kann. Das heißt, in der Praxis, ja, oder ein Beispiel, ich sehe die Dormantrainer alle aus der Hand einschießen. Wenn er aus der Hand einschießt, schau, was der Dormann für Position annimmt. Der Dormann steht aufrecht da und hat die Hände oben. Wann passiert das in einem Match? Nie. Nie. Beim Volley-Schuss, aber da steht man tief, um zu reagieren. Aber wann steht der Dormann so hoch? Ja, wenn ich isoliert nur will, ja, dass der Dormann den Ball fängt, dass er richtig greift. Ja. Das sind so Dinge, die ich halt einfach aus der Praxis her nie machen würde. Deswegen passiert bei mir das Training großteils aus der Bewegung, vom Fuß. Da ist natürlich auch wichtig, dass man das Dormann fit ist und eine gewisse Qualität mit dem Fuß rechts, links hat. Man trainiert 1-1, weil ich habe nicht immer Spieler, um 1-1 zu trainieren. Und 1-1 gewinnt Spiele. Mhm. Wenn ich 1-1 nicht kann, ja, einen Dormann überspielen oder zum Dormann zu sagen, pass auf, in diesem Muster, ja, bringe ich den Ball leichter vorbei. Ja. Dann, das sind diese Dinge, die ich halt einfach so nicht verstehe. Ja. Und so einfach den Leuten draußen mitgeben will, ja, ist super, wenn ihr was aufbaut mit Koordinationsleitern. Nur ein Koordinationsleiter, was trainieren mit einer Koordinationsleiter? Gewisse Fähigkeiten kann ich machen, Schritt folgen. Aber wann passiert das im Match? Koordinationsleiter-Training heißt, in Wirklichkeit gut werden in der Koordinationsleiter. Ich kann aber solche Übungen aus der Praxis ganz einfach machen. Ich stelle mir vier Hütchen hin, so einen Halbkreis, dass der Dormann sich bewegen muss, in den Kreis, mit verschiedenen Formen, ja, und habe eine Hand rechts und eine Hand links, wo ich zwei Formen habe und bewege mich mit denen, ja, und hinten kommt der Ball. Das heißt, der muss immer den Ball im Auge behalten und muss diesen Farben den Ball nachgehen. Er braucht keine Koordination sein. Er muss diese Bewegung machen, die er am Tor machen muss, ja, und muss trotzdem auf den Ball schauen. Das heißt, er muss der Ball geht Winkelspiel machen, er muss vorgehen, er muss zurückgehen. Das heißt, viel mehr aus der Praxisübung sich aussuchen und da brauche ich nicht was aufbauen, damit es spektakulär ausschaut, sondern es muss solche Sachen sein, die der Dormann braucht, die der Dormann im Spiel braucht und wo ich im Dormann weiß. Ja. Nur ich kann auch nicht jeden Dormann gleich behandeln. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ausbildungsplan, wo ich jeden Dormann unterschiedlich bewerte in jedem Bereich. Das heißt, zwei Spieler gehen zur Mannschaft, zur Spielform, auch damals bei mir, die machen nicht das Gleiche wie mit den anderen, sondern mit dem wo was anderes, weil ich würde jeden in seinem Bereich verbessern. Das ist klar, was der halt braucht, ne? Das sind diese Dinge, ja. Die man natürlich kann ich nicht, außer ich mich auf Zittern, Zettler, auch das machen wir jetzt. Ich muss eine Übung, ich nehme was vor und gehe aus am Platz und sehe, ob das funktioniert, sondern ich muss die Übung verändern. Ich muss die Erfahrung haben und zu wissen, ich muss mich jetzt verändern. Ja. Und deswegen habe ich auch angefangen, 1996 mit der Ausbildung fertig, war ich bis 2008 gespielt, bis 2006 Bundesliga. Und 1996 habe ich schon angefangen, mit jungen Dormännern zu arbeiten. Das heißt, ich wusste, diese Erfahrung, die ich als Spieler habe, brauche ich auch als Trainer. Das heißt, wenn du nicht lernst, mit jungen Dormännern zu arbeiten und was zu entwickeln, wirst du nie oben auch erfolgreich sein. Ja. Ja. Die wir da in Jahren aufgebaut haben, in vielen Jahren, fast 10 Jahre, wo ich nicht bei Dormännern gearbeitet habe, ich habe nur mit einigen Namen zu nennen, jetzt die 7 Handelbuben habe ich auf dem Spielplatz aufgelesen. Das sind Freunde von mir und so weiter. Es sind viele, viele Dormänner, die dort auch mitgekriegt sind. Ja? Mhm. Ja. Gut, schauen wir wieder mal in den Chat rein, weil mittlerweile, während du gesprochen hast, haben einige schon wieder Fragen gestellt. Ja, der Patrick Lachmeier schreibt noch, fescher Bursch. Patrick ist Spieler bei Amstetten, SK Amstetten. Die fangen schon an, dass jetzt dass die ein bisschen häkeln. Ja, es hat sich Gott sei Dank gar nichts verändert. Wenn ich mir denke, wie früher mit dem Schnauzer und mit den langen Haaren, wie wir da ausgehört haben, alle. Also Gott sei Dank, die 10 Nasenbeinbrüche sind abgehoben worden. Also früher war das nicht so.
Ja, der Karl Köcker schreibt noch: Wolfgang Knaller, bester Tormann meiner Jugend. Ich hatte das Glück, ihn auch in Wiener Neudorf als Trainer in unserer Kampfmannschaft erleben zu dürfen. Liebe Grüße. Danke. Der Patrick Nowotny möchte wissen: Könntest du dir eine Rückkehr zu Admira vorstellen und wenn ja, an was scheitert es bis jetzt? Natürlich war das für mich immer Thema, nachdem ich 100 Jahre bin die Austria Wiener Kindheitstraum war, nur die schönste Zeit habe ich ja trotzdem bei Admira erlebt, mit diesen ganzen Europacup-Zeiten, vielen Freunden und bei den Fans, ja, und so weiter rundherum und viele Kollegen, die ich noch immer Kontakt habe und haben noch immer Admira-Gruppen. Natürlich ist es, ich wohne vor der Haustür, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir, anscheinend wissen die Leute nicht mehr, wer ich bin, da bei der Admira, oder wissen meine Fähigkeiten nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin aber nicht derjenige, der sich selber antragt. Da müssen sie halt reinschauen in meinen Lebenslauf. Allein jetzt, wenn ich mir zurückdenke, die ganzen Tormänner, die ich schon trainiert habe, so einfach, ich habe auf meiner Homepage den Tormännern, mit denen ich gearbeitet habe, die Möglichkeit gegeben, zu beantworten, wie es mit mir zu arbeiten war und was sie von mir als Tormann drin erhalten. Also, wie gesagt, das ergeht mehr als 1000 Worte. Und wie gesagt, bin sehr stolz, dass diese Tormänner alle noch immer der Großteil in gutem Verhältnis mit mir ist, weil ja immer offen und ehrlich kommuniziert haben. Natürlich ist es nicht bei jedem möglich, weil jeder versteht es nicht, wenn ich als Trainer anderer Meinung bin. Es gibt ja gewisse Sachen, die man halt dann erlebt. Ja, war es allein, wie ich dann wieder diese Geschichte bei der Wiener wieder ein Trainer geworden bin, wo ja jetzt der Einstieg war beim Alfred Tata, der mir dann gezeigt hat, den Weg vom Spieler zum Trainer. Und da, es war immer meine Art und so weiter. Ich sage, ich bin in einem Verein tätig, ich kann nicht nur die Kameradschaft trainieren, ich muss auch im Verein nach unten schauen. Und was gibt es in diesem Verein alles für Tormänner? Ich habe mir dann die Tormänner angeschaut, das waren bekannte Menschen, das war der Luxe und der Kuh, Bertl, und dann ein junger Tormann. Da hat für mich die Qualität nicht ausgereicht, weil ich mir gesagt habe, was ist, wenn jetzt einer von den zwei verletzt ist, ich schaue mal, was im Nachwuchs ist. Und habe tatsächlich einen Nachwuchs gefunden und habe gesagt, alle zwei bewegt sich besser, wie der, was oben ist. Der andere ist aber relativ klar mit 1,75. Ich schaue, dass du jetzt aufkommst. Und nächstes Tag haben wir mit dem Verein und geredet und so weiter. Und dann haben sie mir gesagt, na, der ist weg. Sag ich, warum ist er weg? Ja, der hat sich mit dem Trainer zerstritten, weil er nicht spielt. Und dieser Stormer, der sich aufgeregt hat, den ich ihn nach oben holen wollte, war der Knoblauch. So Das war ungefähr Rapid. laufen sie diesen. Und der andere Stormer war der Marc Trabi und gesagt, okay, dann hole ich mal den Kleinen auf. Und tatsächlich war es in der Saison so, dass Luxi und Kuru sich verletzt haben und der Marc Trabi uns im Endeffekt in der Liga gehalten haben. Ja. Also auch eine wichtige Information an alle Trainer, auch Cheftrainer, schaut runter bis zum Nachwuchs, was da alles da ist, was für eigenes Potenzial. Genau, in St. Pölten habe ich das ja auch gemacht. Ich habe in St. Pölten nicht nur jetzt die zweite Mannschaft trainiert, ja, da war ein Vertrag, den zweimal die Amateure zu trainieren, aber ich habe dann die Burschen einfach gesagt, kommt regelmäßig, weil ich bin eh am Platz, wenn die Kameradschaft die Tormänner braucht, dann kann ich immer nebenbei arbeiten, weil ich brauche keine Stehzeiten. Ich arbeite gerne mit den Tormännern und ich habe dann auch bis zur 18 herunter die Tormänner gesichtet und regelmäßig zum Training geholt. Ich habe auch Tormänner von der Akademie geholt, um zu schauen, was da los ist. Ja. Den Bennersdorfer wollte ich damals schon holen, jetzt haben sie einen geholt. Ja. Also wie gesagt, das war die Geschichte und so habe ich dann auch ein Feedback gekriegt, wo ich dann wusste, hoppla, ich brauche Tormänner. Und ich habe dann auch regelmäßig Österreich von mir gesagt, ich werde einen Tormann, den mir einen angetragen und mir angeschaut, um mir ein eigenes Bild zu machen. Weil nur jetzt von Erzählungen möchte ich den Tormann nicht abwerten. Ja, das heißt, er muss schon eine faire Chance kriegen und sagen, ja, ich sage dann, den Tormann habe ich dann offen und ehrlich gesagt, so und so ist. Ich habe mich bis jetzt leider negiert. Ja. Gut, schauen wir weiter im Chat. Ich hoffe, Ja. Wolfgang, du hast noch ein bisschen länger Zeit. Eine Ja, Stunde ist zeige zwar ich ihm. schon. Ja, Okay, zeige ich gut, ihm. passt, dann werden wir wieder dranhängen. Ja, dann gleich noch den Hinweis. Also, wenn es noch eine Frage gibt, dann bitte die bitte jetzt noch hineinschreiben, damit wir gut durchkommen.
Die nächste Frage hat der Reinhard Kienböck, der fragt: Wolfgang, ab wann empfiehlst du Torwarttraining im Nachwuchsbereich? Ab wann macht das Sinn? Die Dormen ist grundsätzlich würde ich die Dormener bis immer im Feld mitlaufen machen lassen. Ja, das heißt, die können sie in Spielformen, wenn sie klein sind, in Spielformen einbauen. Es soll ja da nicht, wenn sie die Kinder durchwechseln im Tor, wenn einer ein Tor spielen will und der Dormer so viel als möglich heraus spielt. Natürlich, wenn sie herauskristallisiert, dass einer jetzt ein bisschen Talent ist in seiner Bewegung und so weiter, und dann ist es natürlich wichtig, was ja den Eltern immer so Handwurzelrennen machen. Ja, wenn einer wirklich gerne im Tor spielt und eine ganze Ausbildung vorhat, im Tor zu bleiben, dann sollte man so schauen, wie groß er wird. Weil das ist ja für mich schon ein, ich weiß, dass viele sich sträuben dagegen, die Größe ist nicht entscheidend. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass eine gewisse Größe auch entscheidend ist, vor allem im Spitzenbereich, im internationalen Bereich. Es gibt natürlich Tormänner, die auch sehr gut sein, die kleiner sind, aber natürlich haben die andere Fähigkeiten, die das ein bisschen aufheben, aber in Wirklichkeit nur ein Beispiel, zwei Tormänner, ja, der Trainer hat die Möglichkeit, zwei Tormänner, die gleich gut sind, die alle zwei die gleichen Fähigkeiten haben, wenn stört ein Tor. In Gräsern. Warum? Weil er mehr Größe hat, das Tor zu verteidigen und ja, eine längere Reichweite. Und das ist, damit ist alles erklärt. Ja? Das heißt, das ist, wenn ich schon im Spitzenbereich bin und wenn ein Kind, ja, das machen möchte und der im Feld, habe ich auch schon gehabt, ja, im Feld so viel Qualität hat und nur weil er jetzt gar nicht gerne ein Tor spielen will, sage ich, pass auf, ja, lass die Eltern, lass messen, wie groß wird er, das kann man mit Handwurzeln leicht machen, ein paar Zentimeter auf und ab, ich habe es mit meinen Söhnen angemacht. Deswegen ist der andere Feldspieler geworden, der andere Tormann. Das heißt, das hat seine Berechtigung. Ja. Auf dem Song kommen wir dann noch zurück. Jetzt müssen wir noch weiter schauen im Chat. Ja, der Markus Kastenberger fragt nach: Macht Wolfgang auch Tormann-Trainerschulungen? Das ist ein Ding, das ich mir schon sehr lange überlegt habe. Wenn es die Möglichkeit gibt, ich kann es momentan nicht selber veranstalten, weil ich natürlich auch aufgrund der Tätigkeit, ich war jetzt ja von Montag bis Samstag, Sonntag immer ausgebucht mit den Trainings und so weiter. Aber es ist natürlich auch jetzt in der Zeit, vor allem Corona, das immer mehr aufgetaucht, Trainerschulungen zu machen, weil ich natürlich auch bei den ÖFB-Trainerausbildungen bin und natürlich auch nicht mit allen einverstanden bin, was dort kommuniziert wird. Ja? Das heißt, und wenn man dort den Mund aufmacht, dann ist man halt dann der Wolfgang Knaller, der den Mund aufmacht, bis mehr was dann ist. Und deswegen halte ich mich eigentlich in diesen Dingen eigentlich zurück und möchte aber trotzdem, wenn Leute es wollen, so in Kleingruppen Dormantraining mit praktischen Übungen, wo man am Platz sagen kann, wo man das Training machen kann und wo dann gleich in der Praxis lernt. Das heißt, ich möchte nicht in der Theorie was beibringen, sondern in der Praxis, weil ich kann ihnen zeigen, da kann man einen Dormann bringen oder ein paar Dormänner bringen und die können zeigen, mit wenigen Übungen der Dormann sich komplett anders bewegen wird. Das heißt, er wird ganz anders zum Ball zeigen, er wird den Ball anders fangen, aber natürlich muss man natürlich wissen, aus welchem Muster heraus der Dormann arbeiten. Ja, weil wenn du Dormänner fragst und du gibst meistens die Antwort, wenn ich sage, welches ist der wichtigste Körperteil, damit der Dormann einen Ball fängt. Was sagst du hier, Kollegen? Ich sage die Füße. Oh, und die meisten Tormänner sagen die Hände. Die Füße bringen mit der richtigen Schrittbreite, mit der richtigen Schrittfolge in die richtige Höhe, in die richtige Tiefe und in die richtige Seitbewegung, damit man den Körper in Richtung Ball bringt. Ob man den Ball dann fangen kann oder nicht fangen kann, entscheidet die Situation und wo der Ball hingeht. Ja? Und dann ist es wichtig, ja, mit dem ballnächsten Körperteil zu reagieren und nicht, wenn jetzt, so wie es dann oft passiert, wenn der Ball flach unten durchgeht, die Füße in die Hände hauen und mit der Hand nach unten reagieren und der Ball geht unten durch. Wenn der Verteidiger rumsteht, dann wieder hinrennen und den Ball wegschießen. Ja, das sind so Dinge, die muss man dann sehen als Tormann. Und wenn ich dann auch jetzt immer wieder Fernsehsendungen sehe und Sportsendungen sehe, wenn dann Experten dort stehen und keiner erkennt das, ja, dann wird mir schlecht. Ja, und da muss ich mir oft den Ton wegtragen, weil ich sage, ich kann das nicht anhören. Ja, ja.
Und ich würde jetzt nicht der Besserwisser sein, nur ich habe halt 700 Spiele gemacht, wo ich das erleben, Gott sei Dank erleben habe dürfen. Da sage ich, okay, so kann man nicht so zum Beugen, so kann man ihn nicht halten, weil so kann ich diesen Ball nicht halten. Ja. Und wenn ich nicht in einer Position bin, dass ich in den Ball hineingehen kann, damit ich den Winkel verkürzen kann und ihm auf der Ferschen hinten stehe, wie soll ich dann am Ball halten? Ja, nur abknien und das sind halt dann, was halt heutzutage oft ist, die sogenannten Dormann-Dummies. Ein Knie runterstellen und dann es wegstrecken, dann habe ich ein gewisses Muster, das hat eine Berechtigung, wenn ich wirklich auf 1 bis 1,5 Meter drauf bin und da noch auch nur, wenn man reagiert mit dem Muster, aber nicht, wenn man sich schon hinstellt, wie es dann viele Dormann-Trainer gibt und dann her danach, ich kann nicht auf alles reagieren, ja, und dann her danach von Trainerkollegen, die Dormann, die bei mir dann beim Probetraining waren und sagen, ja, weil der hat gesagt, ja, nur weil sein Sohn irgendwo in der Bundesliga ein Tor spielt, ja, aber das kann ich der Knaller nicht lernen, muss denen gefallen. Und er selber nicht mehr als zweite Bundesliga gespielt hat. Verstehst? Und da einfach, da müssen wir einfach viel mehr Respekt haben voreinander. Ja. Ich genauso vor einem Trainer, der nur zweite Liga gespielt hat und er war für mich auch. Ja. Und nicht umgekehrt, weil es kommt man irgendwie so Konkurrenzkampf. Wir sind nicht in Konkurrenzkampf, wir sind miteinander, um gegenseitig zu helfen und ich möchte mein Feedback auch den anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und jeder kann mich anrufen, jeder, der mich kennt, weiß. Ich sage auch immer das, was ich mir denke. Ja. Und dadurch bin ich auch nicht immer ja, derjenige, den man gerne anspricht, weil ich halt einfach der bin und immer sage, was ich mir denke. Ja. Aber ich würde damit leben, mich in den Spiegel schauen und das ist für mich viel wichtiger, als wie jemandem zu gefallen. Gut, schauen wir weiter. Jawohl, der Wolfgang Slavik hat eine Frage und schreibt: Hallo Wolfgang, welchen Cheftrainer hast du in deiner Karriere am meisten schätzen gelernt und von welchem Torwarttrainer konntest du damals am meisten lernen und mitnehmen und vielleicht sogar jetzt noch selbst als Torwarttrainer umsetzen, auch menschlich gesehen? Ja, dazu ist eine super Frage, weil da ist sehr viel verborgen. Ja. Ich habe jetzt in meiner Tätigkeit als Trainer, man lernt als Trainer genauso dazu wie als Spieler. Ja. Und wenn ich als Spieler nicht Veränderungen angenommen hätte, das heißt, vor allem der Umgang mit den täglichen Fehlern, ich war so besessen, auf diese Fehler zu korrigieren, zu verbessern, damit ich deswegen besser geworden bin. Natürlich braucht man auch, ja, ich habe halt früher diese Trainer nicht so gehabt, aber ich habe da einen Herbert Stachowitz gehabt und einen Walter Rath, den ich gehabt habe im Spital und so weiter. Es gibt immer wieder Trainer, die halt immer Feedback geben. Ja. Ich habe zum Beispiel gehabt, man muss auch zu was machen, man bereit sein muss. Ja. Ich habe einen Christian Schmelzer gehabt, der war zweiter Torwart im Spital. Und ist auf einmal bei raus, da will mir Dormann drin gewesen. Der sagt zu mir, Wolfi, warum machst du das nicht so und so? Und ich war jetzt nicht derjenige, der stolz war, dass jetzt der Jüngere mir was sagt, sondern eigentlich hat, mir gedacht, eigentlich hat er recht, ich probiere das jetzt einmal. Und ich habe das auch verändert. Das heißt, ich muss auch bereit sein, jedem das zu glauben, dass er am besten Wissen und Gewissen hat, wenn man es beibringen will. Ich muss natürlich immer hellwach mit Hausverstand alles hinterfragen, was derjenige mir sagen und vermitteln möchte. Und dann muss ich es zumindest probieren. Aber es gibt dann auch Dormänner, die sagen, nein, ich komme mit denen aus und alles andere zerstört das Selbstvertrauen. Ja? Ich frage dann auch Dormänner immer wieder, bitte gib mir Feedback, aber wenn es negativ ist, weil ich möchte mich auch weiterentwickeln. Ja? Dann habe ich von einem Dormann aus St. Pölten dann das Feedback gekriegt, ja, das Training war hauptsächlich aufgebaut auf negative Erlebnisse, sprich Fehler. Ja, aber wenn ich das in einem beruflichen Bereich nicht machen kann, dann gibt es keine Veränderung, dann wird dieser Spieler auch nicht besser werden und wird immer diese Dinge machen, die er macht, ja, nur weil er sich gut fühlt. Ja. Oder ich habe auch gehört, ich gratuliere einen Tormann zum Fehler. Ich kann nicht, wenn ich in Abstiegskampf bin, hingehen zum Riegler, super, dass du den Fehler gemacht hast, was dem das lernen, aber wir müssen abstiegen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert in einem gewissen Bereich, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt Nachwuchs oder so irgendwas. Natürlich brauchen die Lob, aber ein entstandener Profi muss mit diesen Dingen umgehen können. Natürlich muss sie wissen, ja, in welcher Situation er sich gerade befindet, wie er sich fühlt und so weiter. Ich kann nicht immer, wenn er jetzt in einer Phase bist, wo man braucht, dass er selbstbewusst ins Spiel geht, da kann er nicht mit allen möglichen Dingen belasten und das Selbstvertrauen noch mehr haben. Ja. Das ist ja Fingerspitzengefühl verlangt. Aber ich muss Dinge
Man kennt ja immer diesen Trainer umdreht und sagt, jetzt macht er schon wieder das, was er vor 3 Wochen gemacht hat. Wenn der Trainer sich umdreht auf der Bank, weil er schon wieder einen Fehler macht. Ja? Und da bist du als Dortmund-Trainer gefragt, das zu verändern. Und nicht einmal ein gutes Gefühl zu geben. Ja? Das heißt, es ist einfach wichtig, immer tagtäglich, ja, als Dortmund-Trainer dich weiterzuentwickeln. Ja? Ich habe dann einen Dortmund-Trainer gehabt, den ich bei der Austria gehabt habe mit 40 Jahren. Das war Nico de Bray, der hat mir noch Dinge beigebracht, das war der belgische Teamtorwart bei Anderlecht. Der hat mir in einem Jahr so viele Dinge beigebracht, die ich einfach verändert habe noch mit Flankentraining, Flanken, wie man zu den Flanken läuft. Also viele Dinge, die ich einfach von dem noch verändert habe mit 40 Jahren. Und mir kann auch nicht sagen, dass er mit 20 Jahren das nicht kann, wenn ich es mit 40 Jahren geschafft habe. Das heißt, es ist nur der Kopf, die Persönlichkeit des Spielers. Dafür, und das war halt der Hauptproblem, was ich auch gehabt habe mit anderen Spielern, dass diese Dinge halt mehr in die Persönlichkeit gegangen sind, als wie sie im Wetter zu verbieten. Das heißt, es ist der Spieler selbst verantwortlich, diese Dinge anzunehmen. Ja. Ich habe da müssen teilweise schon Übungen machen mit Tormännern, weil er die Fehler nicht mehr hören wollte, und dann habe ich einfach nur gar nicht mehr angesprochen, diese Dinge, sondern die Übungen verändert. Ja, das heißt, Übungen gemacht, wo es um dieses Thema geht. Und irgendwann kommt er dann zu mir, dieser Dormann, und sagt, das war jetzt aber nicht notwendig. Weil er dann geschnallt hat, das ist genau mein Fehler gegangen im Match. Ja? Aber ich habe nur eine Übung dazu gemacht, habe aber gar nicht angesprochen, dass es um das gegangen ist. Das heißt, ich muss als gestandener Profi sehr wohl damit umgehen können. Wenn man sagt, du musst dann schon, aber das sind auch Dinge, die halt du als Dormann-Trainer mittragen musst. Ja? Und das als früher gegangen ist, um Unterstützung vom Cheftrainer, dass der Dortmund-Trainer wichtig ist. Ich finde es aber sehr wichtig, weil wenn du nicht die Entscheidungen triffst, weil ein Dortmund gewinnt oder verliert Spiele, und wenn du nicht mit den Entscheidungen triffst und den Dortmund, das heißt, die Entscheidungen treffen kannst nicht, aber den Cheftrainer nicht das Feedback geben kannst, ja, warum das so ist, dann bist du auch mitverantwortlich, warum eine Mannschaft aufsteigt oder absteigt oder gewinnt oder verliert. Weil ich habe jetzt danach gerade erlebt, von einer Mannschaft, die mehr beobachtet haben, die sind abgestiegen wegen der vielen Tormann-Schaden und weil sie im Tormann-Bereich nicht die Qualität gehabt haben. Ja. Eine wichtige Position. Der Birger Sandow hat noch. Jawohl, der hat geschrieben: Hut ab, Wolfgang. Man hat heutzutage auch kaum wahre Vorbilder. Kleine Geschichte aus Weidhofen von 2006 mit 46. Am Meniskus operiert und nach 7 Tagen wieder voll mittrainiert, ein wahres Vorbild für die Mitspieler, schreibt er. Ja, danke ebenfalls, liebe Grüße. Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, dass jeder Mensch auch eine Schmerzgrenze hat. Das war auch nicht der Grund, dass ich ja so lange gespielt habe. Ich glaube, dass viele Spieler, die dieselben Möglichkeiten gehabt hätten, auch weniger gespielt hätten, weil ich habe mir jeden Finger in der Hand luxiert, gebrochen, ausgekegelt, offene Luxationen gehabt, 10 Mal in den Hosen gebrochen. Und so weiter. Ich habe meistens damit weitergespielt oder fertig gespielt. Das sind so Dinge, wo ich dann mit dem Finger so eingrenkt habe und wo man ins offene Gelenk hineingeschaut, eingrenkt und weitergespielt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, im Derby, wo der Savicevic schon ziemlich war, die nicht schlecht waren, und dort ich bin Handschuh ausgezogen, auf einmal der Finger gefeilt und habe eingrenkt und habe weitergespielt. Das ist halt die Geschichte, dann, das eine freut, das andere leid, der Günter Kreisel. Der hat Kadabi gespielt, war damals auf der Bank. Und ich habe unbedingt, heute hinten nach, habe ich ihm gesagt, das tut mir leid, aber damals hätte ich einfach gehen müssen und dir wenigstens eine Chance geben, auch Kadabi zu spielen. Und ja, hinten nach ist mir gescheit, aber da war halt der Wille da einfach. Ja, ich bin teilweise von der Truppe gestiegen und benommen und wollte weiterspielen. Aber ich sag, das sind halt so Dinge, die man mitkriegt. Da sieht man, dass du dein Tormann-Spiel mit Fußball mit Leidenschaft einfach dabei warst. Ja, es haben sich noch einige Hochkaräter dazugeschaltet. Auch der Christian Heidenreich vom ÖFB sieht zu, den wir auch diese Woche bei uns zu Gast haben werden, der Chefanalyst des ÖFB-Nationalteams. Der Nico Dierenberger sieht zu, der Franz Höllmüller von Neuhofen, der Sektionsleiter, sieht zu und der Johann Klär vom SV Horn. Der sieht auch zu. So, ich möchte trotzdem nur 2 Themen ansprechen. Erstens einmal,
Es hat ja extrem sportliche Familie. Also deine Brüder, der bekannteste ist ja natürlich der Walter Knaller von den Feldspielern her jetzt, der bei der Admira auch, glaube ich, ins Jahrhundertteam sogar gewählt worden Ja, ist auch ist mit mir im Jahrhundertteam, ja. und jetzt bei Rapid im Nachwuchs aktiv ist. Und deine Söhne haben erstens einmal mit dir die Tormannschule gegründet und zweitens der Marco ist ja in Deutschland tätig. Zweite Bundesliga war er bei Sandhausen. Jetzt ist er dritte Liga Ja, jetzt ist er bei aufgestiegen, ja, das ist Ingolstadt, oder? in Ingolstadt, ja. Ingolstadt. Okay. Wie geht es ihm in Deutschland? Und Erst einmal meine möchte ich auch Frage, nachher Entschuldigung, sprechen, nur, der Stefan, der zweite Sohn ist auch bei Rapid. ist auch bei Rapid. Ja, der ist Ist Sportwissenschaftler, glaube ich, gell? Sportwissenschaftler, ja, Ja. war ja in St. Pölten in der Bundesliga und dann ist Ja. jetzt in der Akademie dort. Ja, schon seit Jahren, also wie gesagt. Genau. Wir haben ja in Österreich jetzt, wir sind ja nicht unbedingt groß gesegnet derzeit mit super Torleuten, österreichischen Torleuten. Das sieht man jetzt vom Schlager ab beim LASK und ich sage jetzt noch, unter Abstrichen gäbe mit der Stankovic auch noch dazu, aber der Marco ist in Deutschland. Würdest du sagen, der hätte das Potenzial in Österreich in der Bundesliga zu spielen? Und wenn ja, warum ist er da lieber in der dritten Liga in Deutschland, als bevor er da in Österreich in die Bundesliga geht? Bei Marco ist der eine Grund, dass ich früher in einem Gespräch gesagt habe, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Den richtigen Manager haben, die richtigen Entscheidungen treffen, den richtigen Verein haben. Der Marco, seine Karriere ist eigentlich relativ gut verlaufen. Die Admira-Akademie durchlaufen, genauso wie der Stefan, der Zweite. Und ist dann in die Konferenz gekommen, da war ich gerade beim LASK, glaube ich. Da in der Konferenz schon gespielt, in der zweiten Bundesliga damals. Und war damals beim Manfred Schack im U21-Team als Einsatztormann. Ja, und diese Geschichte, weil gerade die Nationalmannschaft, hat dem Marco eigentlich sehr geschadet. Ja. Dass das ist in dieser Zeit so viel gelogen und erfunden worden in der Öffentlichkeit. Und mein Sohn hat mich immer gebeten, mich aus dem Ganzen rauszuhalten, weil so wie ich es bisher gemacht habe, weil in der ganzen Admira-Zeit, ja, ich habe mich einmal nicht eingemischt bei einem Trainer, bei einem Sohn oder irgendwo, oder wie sie bei der Austria waren, es war nicht einmal ein Thema, wo ich mir irgendwo, ich mir die Spiele angeschaut habe, mit den Söhnen über gewisse Sachen geredet, wie sie was besser machen können. Aber ich habe niemals mich eingemischt in der Akademie oder bei irgendeinem Trainer. Das habe ich die ganze Karriere von beiden Söhnen nicht gemacht. Der Marco hat durch seine Leistung es geschafft, als Gleichaltriger mit den U20-Team-Tormännern im 21er-Team Einzeltormann zu sein. Das heißt, die Verantwortung liegt ja nicht bei mir oder beim Sohn. Der Sohn hat seine Leistung dafür gebracht, sondern beim ÖFB. Und der ÖFB fährt zu einer 20er-WM. Und nachdem es Unstimmigkeiten gegeben hat im ÖFB, Otto Konrad hat das intern angesprochen, weil ich war es vom Otto Konrad, wie es sein kann, dass der U21-Team-Tormann da keine Rolle spielt. Wenn dort nicht die Besten hinfahren und ich war es aber, weil ich erst einmal mit dem Luxe gut befreundet bin, mit dem Kourou und mit dem Zagelmeier beim LASK gespielt und auch gut befreundet bin. Ich habe von denen schon im Februar gewusst, dass der Ludovic versprochen hat, dass sie im Kader sind. Das war kein Thema. Ja. Umso mehr verwundert hat es mich und den Marco, dass er zum letzten Test eingeladen worden ist. Dass er ist dort eingeladen worden und hat es eine Halbzeit gespielt. Und dann habe auf der Tribüne geworden, habe mit ein paar Eltern geredet und habe auf den Sohn gewartet. Ja. Dann ist der Sohn gekommen nach einiger Zeit, wir sind von Anfang hat er mal erzählt, dass der Ludovic ihm gesagt hat, ja, er wird alle drei ausstechen im Konkurrenzkampf, das war er, ob er bereit ist, als Abrufspieler bereitzustehen, falls sich einer verletzt. Marco hat gesagt, ja, sehr klar, muss ich ja. Ja, aber warum er mich überhaupt zum Test aber geholt hat, ja, weil wenn er nicht dabei bin, hätte er ihm sowas sagen müssen, hätte er ihn spielen lassen müssen. Ja. Das war das Einzige, was er gesagt hat und das war es dann. So, für uns war das dann erledigt, er ist nicht dabei. Schade, es hätte eine große Chance gegeben, sich zu präsentieren.
Er wäre gern dabei gewesen. Und nächsten Tag ließ er auf einmal schon wieder die Zeitung auf und mit trifft der Schlag. Zwei Seitenbericht, sogar jeder Maradona ist bei einer U20 WM groß geworden und Marco Knaller ist sich zu schade. Anscheinend ist bei dieser Pressekonferenz, was daneben kommt, anscheinend haben ein paar Medien Fragen gestellt, warum es sein kann, dass der Marco Knaller nicht dabei ist. Und der Gludowatz hat dann vor der Presse gelogen und hat gesagt, Marco Knaller wollte nicht, ja, als Nummer 3 mitfahren. So in der Richtung. Und aufgrund dieses Zeitungsberichtes habe ich den Rutenstein angerufen, weil ich Angst gehabt, dass der Marco vielleicht sonst gesperrt wird. Ich habe den Rutenstein angerufen und gesagt, das ist eine Lüge. Marco hat nicht abgesagt. Nur, dass du es gleich warst, sogar ist gut, dass du mir sagst, weil sonst hätte man sperren müssen. Was? Rutensteiner hat gewusst, dass diese Information falsch war in den Medien. So. Nur wollte es, dass in der Zeitung richtig gestellt wird, nur die Zeitung hat es nicht gemacht, weil sie gesagt haben, sie haben mit dem ÖFB ein Deal vereinbart, nichts Negatives vor der Euro 2008. Da, nachdem die 20er WM die Nationalteam gut abgeschnitten hat und diese Euphorie natürlich auf diese Euro, hat man den Buben übers Messer springen lassen und dann hat es ihm Aussagen gegeben, wie Marco Knaller, ob es wahr ist oder nicht, wird auf Leben lang gesperrt vom Rutensteiner, habe ich dann jetzt irgendwo gelesen in der Zeitung. Das heißt, wir haben auf das alles nicht mehr reagiert und ich habe mit, und das ist für alle hoch und heilig, ich habe den Rutenstein, mit dem Gludowatz bis heute dato kein Wort gewechselt. Kein Wort, kein Anruf, nichts. Die einzige, was ich kommuniziert habe, war im Trainerkurs und alles, was der Herr Gludowatz in dieser Zeit mittels Medien vermittelt hat, war eine Lüge und ist eine Lüge. Das heißt, die Familie Knaller, weder der Marco noch ich, haben ein Problem mit dem ÖFB. Das ist eine ÖFB-Geschichte, beziehungsweise mit Personen, die im ÖFB tätig waren und nicht mit der Familie Knaller. Hat es nie ein Problem gegeben, aber das wollte ich auf Anfang ganz klar sicherstellen, weil zuerst hat es geheißen vor 10 Jahren, ja, wir haben ihn nicht mitfahren lassen und jetzt, wo der Marco sich dann wieder über aufgrund dieser Geschichte keinen Verein gekriegt hat und so weiter, viele Probleme gekriegt hat und als der Vater hingestellt worden ist und Marco, hat es ihm diese großen Probleme gegeben und jetzt, 10 Jahre später, wenn Marco wieder ein Thema für das Nationalteam geworden ist, hat der Herr Gludowatz sich wieder gemeldet und hat dann immer gewusst, was er nach 10 Jahren gesagt hat. Diesmal hat er in einem Zeitungsbericht gesagt, ich habe ihn wüst beschimpft, ja, weil er einen Buben mitgenommen hat. Das heißt, warum hätte er wüst beschimpfen sollen, wenn ich es eh schon vorher gewusst habe? Jemand Andreas Luxe versprochen, weil er mich gebeten hat, wollte bitte sagen nichts in den Medien, weil sonst fällt einer von uns aus dem Team. Sag ich, Andi, versprich das und ich habe auch nichts gemacht. Ich habe weder Medien noch sonst irgendwo beim ÖFB irgendwas in der Richtung angesprochen und dann ist mir deswegen immer dankbar, weil es einfach so war. Und alles, was in dieser Zeit von Medien verbreitet worden ist, ist eine Lüge gewesen. Ja, und Marco hat dann über Kaiserslautern, wo er mit dem Kevin Trapp zusammen trainiert hat, wo es geheißen hat, der deutsche Team-Tormann, U21-Team-Tormann, er wird wenig Spiele kriegen, hat trotzdem, haben die zwei ihn abwechselt, weil er Marco die Qualität gehabt hat, hat sich dann leider Lütten schwer verletzt, ist zurückgekommen und wir haben einen Pick gemacht und dann ist eben diese Geschichte mit dem WRC gekommen und beim WRC hat er deswegen nicht gespielt, ja, weil er Jelica gesagt hat, er ist so gut, ja, wenn ich die spielen lasse, dann will ich in ganz Österreich und da spielt der Nationalteam und dann hat er keinen Zugriff mehr. Das war der Grund, warum der beim WRC nicht gespielt hat. Das weiß ja niemand. Ja. Der einzige Grund, warum die Medien haben sich immer aufgeregt, ich mische mich nicht mehr ein, ich habe mit dem Bielitzer kein Gespräch geführt, ja, in keinster Weise. Ja. Ich habe den Dortmund-Trainer noch, wie ich merkt habe, dass er nicht spielt. Im Oktober war das so, sage ich, Adi, verscheren den Dortmund-Trainer, gesagt, bitte, es ist eine Geschichte, wenn ihr die Qualität von Marco nicht nutzen wollt, aber ich will mich das ersparen, dass er ein Jahr hinter einem Dominik auf der Bank sitzt. Ja, und ich versuche einen Verein zu kriegen für ihn, schau du, dass du einen Ersatz hast, damit es nicht daran scheitert, dass ich keinen Ersatz habe. Das heißt, bitte. Und im Dezember hat der Sohn dann in Bielitzer gefragt, wie der Bielitzer mit ihm das ausgeredet hat das okay gekriegt, dann habe ich, weil mir der Manager gebeten hat, habe ich mit dem Präsident geredet und hat er wieder den Sohn attackiert, warum ich mit dem Präsident renne mit ihm, sage, weil ich mich nicht einmische in die Angelegenheit meines Sohnes. Was ganz einfach so ist. Und alles, was in der Zeit von Zeitungen und so kommuniziert worden ist, ich habe eingeschimpft auf den Trainer,
war gar nicht einmal dort. Weißt? Alles, was so geschrieben worden ist, ist eine Lüge. Ja? Es ist nur gelogen worden und betrogen worden und auf der Strecke geblieben ist mein Sohn. Ja? Und das wurde einfach mal so in der Richtung richtig stehen. Ja? Und ist für ihn jetzt Österreich generell Bundesliga, wäre das Thema für ihn? Aufgrund dieser Geschichte, ja, hat er natürlich einen schlechten Namen, einen schlechten Ruf. Das heißt, er hat ja dann auch das Pech gehabt, ja, dass er in Sandhausen zu den besten Tormännern gekehrt hat. Ja. Das heißt, in Sandhausen hat er Top-Leistungen gebracht und der Robert Almer ist damals ja, von der Ersatzbank in Cottbus Nummer 1 von dem österreichischen Nationalteam. Und Marco hat aber in der Liga gespielt und hat zu den besten Tormännern gehört, zum selben Zeitpunkt. Und der hat dieses Level 4 Jahre lang gehalten. Ja, und dann, wie er sich dann wieder ins Thema, wie er Thema geworden ist, ja, her die Pressekonferenz, Medien ist ja nicht, dann her die Pressekonferenz und Aussagen von einem Teamchef, der sagt, ja, aber die Mannschaft ist in der Tabelle nach hinten gerutscht und er war jetzt ja 10 Jahre auch nicht dabei. Und das sind Sachen, wo dieser Mensch für mich dann einfach jeden Respekt verloren hat, der als Teamchef auftritt und solche Aussagen für die Entscheidung, was soll sich dieser Sportler denken, der tagtäglich arbeitet, damit er da vielleicht am Nationalteam spielt, ja, der auch die Qualitäten hat dafür. Ja, weil das, was die anderen spielen, kann er auch, das kann ich da als nicht als Vater, sondern als Experte sagen. Ja. Weil ich sage zu dem, er ist besser als wie wir waren. Weil ich mit ihm gearbeitet habe. Besser wie ich war und besser wie viele meiner Kollegen, die in der Zeit gespielt haben. Ja, man hat ja einige Berichte aus der zweiten deutschen Liga ja bei uns in Österreich gut verfolgen können. Jetzt in die dritte Liga kann man ja leider nicht so oft in den Medien verfolgen in Österreich. Das ist schade. Wolfgang, wir könnten noch wahrscheinlich stundenlang weiterreden, aber Ich weiß, aber wir haben schon 1,5 Stunden Sendezeit jetzt und wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich wollte da nur die Dormannschule ansprechen, die du eben mit deinen Söhnen gegründet hast, mit Marco und mit dem Stefan. Genau. Ist das eine Dormannschule für jedermann oder hauptsächlich ihr spezialisiert? Es gibt so viele Dormannschulen und aufgrund des, du magst ja, ich will Arbeit, die 100% Qualität hat und ich setze mehr auf Qualität. Das heißt, ich möchte nicht Masse, aber zu mir kann jeder kommen. Zu mir kann jeder kommen und ich werde ja jeden ehrlich und Dings Meinung sagen über gewisse Dinge. Ich habe natürlich nichts davon, wenn ich Masse meine, eine Gruppe von Dormen in einer Heide trainiert, wo 8 bis 16 Leute oder noch mehr oder unterwegs sind, wo jeder in einer Gruppe was macht und keiner der Trainer hat die Zeit, auf dieses Spiel einzugehen. Ja? Das heißt, wenn ich ein Training mache und nicht coachen kann, dann ist die Weiterentwicklung gering. Ja? Das heißt, ich hab Dormen auch gekriegt von verschiedenen Dormenschulen und bei mir sind Basics, Muster, Schrittfolgen, Fangtechniken. Das sind Basics, ja. Das heißt, da geht es gar nicht um Fallen und um taktische Sachen, sondern einfach Basics. Wie stört er sich zum Ball? Wie geht er zum Ball? Wie fängt er den Ball? Ja. Wenn Basics habe, ja, und ich sage, das so und so und so, und dann versuche natürlich, ich muss natürlich sehen, ob er talentiert ist oder nicht, wenn er gewisse Veränderungen schnell oder nicht schnell lernt. Ja. Da sieht man schon, ob der talentiert ist oder nicht. Und dann kommt dieser Bursche zu mir und nachher ganz entsetzt. Aber ich gehöre zu den Besseren in meiner Damenschule. Und ich sage, bei wem bist denn du? Und er sagt, da und da. Sag ich, wie lange bist du schon drüben? Ja, 10 Jahre. Sag ich, 10 Jahre. Die fallen die Basics und du bist 10 Jahre drüben. Tut mir leid, aber dann tust du mir leid. Dann tut mir dieser Spieler leid. Mir geht es nicht um diese Dormannschule, die da so kommunizieren und so arbeiten, dann ist es um die Zeit schade. Ja? Weil ich habe mit 40 Jahren ja noch verändert. Ja. Das liegt an dir. Das liegt an dir, aber du kannst nicht jetzt ein Programm abspulen und du wirst nicht gecoacht. Ihr macht alle die gleiche Übung und jeder geht irgendwie zum Ball. Ja? Und wenn jetzt allein siehst, das Beispiel vom Einschießen, jetzt stehen die so schmal drüben,
und fangen den Ball und stehen. Was ist das? Was ist das? Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, ich muss zuerst einmal da mal lernen, isoliert einmal fangen. Noch keine Beinarbeit. Wenn das einmal passt, ja, dann kommt die Beinarbeit dazu. Da kommt halt, wie weit oder wie nah der Ball ist, die Höhe. Ja. Ich muss die Höhe meiner Position anpassen an der Position des Balles. Ja. Dann sehe ich heute oft Tore, die gehen aufs Mitte-Tor. Und jetzt will jeder winken, ohne stehen dann fünf auf vorne und der Ball geht hinten ins Mitte-Tor. Unhaltbar. Spitzenwinkel, ja, und ist kurz Eck, unhaltbar. 16-Eck, sage ich, tut mir leid, wenn ich früher so etwas gekriegt hätte, hätten es, ja, und jetzt sagen sie ja, du hast früher gespielt. Ja, klar, ich habe früher gespielt. Ich habe 78 oder 2 8 auch noch gespielt und 2-6 auch noch gespielt. So lange ist das auch wieder nicht her. Und der Ball war da damals auch rund. Ja, ja, es ist einfach so. Das Spiel ist schneller, wenn das Spiel hat sich verändert, ja. Der Dortmund hatte viel mehr Handlungen zu erledigen. Ja. Das heißt, wenn du dann fragst, 1-1, wenn du 1-1 mit ihm trainierst und 1-1 entschieden Spieler, wo fängt es 1-1 an und wo hört es auf? Wo fängt es an, 1-1? 1-1 fängt an, wo du dich positionierst. Ja. Wenn der Gegner einen Ballbesitz ist, wo er einen Ball in die Tiefe spielen kann, dann kann er auch schon 1-1. Das ist schon die erste Phase, wo stehst du? Wo attackierst du den Spieler? Wie hoch, wie tief? Wo ist die beste Zone 1-1? Ja. Das sind alles so Dinge, ja. Die halt die Erfahrung halt. Und wie gesagt, ich bin gern bereit. Jeder, der Wissen hat von mir, als Trainer, der kann mich anrufen, der kann mich anschreiben, der kann beim Training mitmachen, der kann sagen, pass auf, mal ein Training über das und das, du kannst mir zuschauen und beim Training kann man kommunizieren. Ja? Das heißt, ich bin offen für jedermann. Ja, jeder kann meine Hilfe haben, in gewissen Bereichen kann auch in die Traumschule Training zuschauen. Also es ist alles genau, gut. Wir werden in Chat reinschreiben noch deine Er braucht Adresse. Nur die Dormannschule, da ist die Telefonnummer, da ist drin. Dormannschule.at ist das, ne? www.dormannschule.at, glaube ich. Ja. www.dormannschule.com. Entschuldigung, das werden wir noch gleich in den Chat reinschreiben, da kann sich jeder informieren und dich dann auch kontaktieren. Natürlich könnt ihr euch über uns auch melden. Wir werden dann den Kontakt gerne an den Wolfgang weitergeben. Auch zur Frage von Trainerfortbildungen ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir da gemeinsam etwas veranstalten. Genau, der Michi hat schon reingeschrieben in die Kommentare. Ja, 1 Stunde 30 Minuten, das war mit Abstand unser längster Chat des heutigen Tages. Die Frau wartet vielleicht sogar schon mit dem Abendessen jetzt auf die. Wir müssen uns leider. Achso, ein Kaffee, okay. Also, alles klar, super. Ja, wir müssen uns leider verabschieden. Wolfgang, recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so authentisch und frei von der Leber alles erzählt hast, was deine Meinung ist, so warst du immer. Man hat rausgehört, wie sehr du den Fußball liebst, wie sehr du den Fußball mit Begeisterung selbst auch gelebt hast. Das zeichnet dich auch aus, dazu mal schon als Spieler und jetzt auch als Trainer. Und du wirst dann noch die Abschlussworte haben, Wolfgang. Ich verabschiede mich mal von dir und von den Leuten im Chat. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder alle dabei wart. Michi, danke für die technische Abwicklung vom Chat wieder und von der Sendung. Und ich gebe jetzt zu Michael weiter, der die allgemeine Verabschiedung macht. Und dann, Wolfgang, hast du die letzten Worte. Ja, ich möchte mich auch bei allen bedanken, die bei unseren Talks immer dabei sind. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel. Ja, wir haben heute den Talk Nummer 29 gehabt. Wir sind morgen ab 19 Uhr auch wieder live mit dem Akademietrainer von der Admira, dem Thomas Prattl. Ja, es sind alle unsere Talks und Videos auf Facebook zum Nachsehen und auch auf unserem YouTube-Kanal, den du auch gerne abonnieren darfst. Da gibt es auch schon ganz, ganz viele Free-Videos zu sehen. Ja, wenn dir unsere Talks gefallen, dann lass noch ein Gefällt mir da und teile unsere Beiträge auch fleißig, damit mehr Menschen sich einfach weiterentwickeln, gerade was den Fußball betrifft. Möchte mich auch noch einmal ganz herzlich beim
Wolfgang Knaller bedanken für die Zeit und das Gespräch und übergebe ihm somit auch gleich für die Abschlussworte. Ja, ich möchte mich jetzt bei allen Freunden, Bekannten und Kollegen verabschieden, dass wir zugehört haben. Ich bin über jede Nachricht dankbar, auch wenn es negativ ist. Ich bin ein Mensch, der gerne dazulernt, egal was es ist. Ja, ihr könnt mich, wie gesagt, auf der Dormann-Schule mit meiner E-Mail-Adresse oder mit der Telefonnummer mich gerne kontaktieren, wenn ihr meine Hilfe braucht oder in sonstigen Dingen. Irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Vielleicht gibt es ja wieder mal einen Talk, dann können wir dann wieder plaudern. Aber wie gesagt, wenn auch jemand die Hemmungen hat, mit der Öffentlichkeit das zu machen, kann man mich gerne privat kontaktieren. Ich bin offen für alles und jeden im Fußball und über Fußball zu plaudern und über, vielleicht kann ich ihm auch noch sogar helfen und unterstützen in seiner Arbeit und in seinen Einschätzungen von gewissen Dingen. Aufgrund meiner Erfahrungen, die ich Gott sei Dank erleben habe dürfen, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man es erleben darf, bin sehr dankbar dafür. Und jetzt wünsche ich einfach, dass alle gesund bleibst und dass wir alle gut über diese Zeit noch kommen und dass wir uns bald wiedersehen. Schönen Abend, danke. Schönen Abend, tschüss. Ciao. Alles Gute, ciao.